Dann würde ich noch zwei Worte sagen und dann legen wir mit dem Vortrag los. Also Herr Burkhardt ist natürlich bekannt. Er ist Pathologe und hat an den Universitäten Hamburg, Bern und Tübingen gelehrt. Er wurde zu Gastprofessuren, Studienaufenthalten in Japan, den Vereinigten Staaten, Korea, Schweden, Malaysia und der Türkei eingeladen. 18 Jahre lang leitete er das Institut für Pathologie in Reutlingen. Herr Burkhardt hat mehr als 150 wissenschaftliche Artikel in deutschen und internationalen Fachzeitschriften sowie Beiträge zu Handbüchern auf Deutsch, Englisch und Japanisch veröffentlicht. Über viele Jahre hat er pathologische Institute in Deutschland auditiert und zertifiziert. Seit Anfang 2021 beschäftigt sich Herr Burkhardt mit diesen verstorbenen Covid-Geimpften. Die zwei von ihm geleiteten Pathologiekonferenzen, wir erinnern uns, am 20. September und 4. Dezember 2021 erregten internationale Aufmerksamkeit. Während er von Kollegen aus dem In- und Ausland für seine Erkenntnisse Anerkennung erntet, hagelt es von deutschen Fachverbänden massive Kritik. Gemeinsam mit seinem Team und dem Kollegen Professor Walter Lang, der uns alle hier herzlich grüßen lässt und leider verhindert ist, den haben wir auch eingeladen gehabt, hat Herr Burkhardt mittlerweile bei vielen Fällen, die auf dem üblichen Weg als natürliche oder unklare Todesfälle freigegeben waren, die in der Pathologie oder Rechtsmedizin asservierten Organ- und Gewebeproben nachuntersucht. Seine Erkenntnisse hören wir jetzt. Der Vortrag ist auf etwa 2 Stunden angelegt. Und bis zum Mittagessen um 13 Uhr können wir dann auch noch Fragen stellen. Okay. Zunächst einmal begrüße ich Sie ganz herzlich und bedanke mich dafür, dass ich hier heute eingeladen bin und sprechen darf. Ich werde mich dann hinsetzen, weil ich gerade seit ein paar Tagen einen Hexenschuss habe, also etwas Probleme beim Gehen und Stehen habe, aber ansonsten geht es mir gut. Ja, ich werde Sie jetzt mit einer massiven Ladung von histologischen Bildern beglücken und ich hoffe, dass es nicht zu viel wird. Ich hatte dann doch den Mut, mich für 2 Stunden wie eingeladen hier vorzubereiten und hoffe, es wird nicht zu viel, aber mir wurde versichert, dass die meisten oder fast alle von Ihnen irgendwie einen medizinischen Hintergrund haben und insofern auch ein gewisses Verständnis dafür da ist. Bei absoluten Laien würde das natürlich, könnte ich das nicht machen. Dann weitere Vorbemerkungen. Zunächst einmal, die meisten Diapositive sind auf Englisch. Das ist einfach, weil es eine unglaubliche Mühe ist, das immer hin und her zu transferieren. Ursprünglich, also im September 2021, war alles Deutsch. Dann war aber die Resonanz in Deutschland nicht so groß und deswegen wurde es dann auf Englisch. Und es sind jetzt auch ein paar deutsche Diapositive dabei, nämlich die, die ich neu gemacht habe, aber die meisten sind Englisch, aber ich denke, auch das wird in diesem Kreis kein Hindernis sein für das Verständnis. Dann noch, es handelt sich um fortschreitende Untersuchungen, das heißt, die Tabellen hier beziehen sich teilweise auf unterschiedliche Kollektive, also nicht, dass irgendein Schlaumeier jetzt sagt, ja, da hatten Sie mal 51 und jetzt plötzlich sind es 36 und man zerpflückt ja meine Präsentationen immer mit solchen billigen Argumenten. Also ein typisches war, ich hatte einmal einen Lymphknoten, den zeige ich dann nebenbei nachher auch noch, projiziert mit einem Zentimetermaß und da sah man drauf, der Lymphknoten ist 2,5 cm und ich hatte gerade vorher einen Lymphknoten gesehen, der war 4 cm. Und dann wurde mir also tatsächlich im Internet und schriftlich vorgeworfen, das sei ja völlig unwissenschaftlich. Jeder sieht, das, also ich würde das verfälschen, ich würde behaupten, der Lymphknoten wäre 4 cm, dabei wäre nach dem Maß vorne projiziert 2,5 cm. Ich meine, das als Beleg für unwissenschaftliches Arbeiten zu benutzen, ist einfach infam. Ja, dann zu der Vorgeschichte ganz kurz. Ich nehme an, die meisten haben auch schon einen Teil oder alle
Präsentationen gesehen zu dieser Pathologiekonferenz. Und wir haben es ja damals bewusst Konferenz genannt, weil es war ja in dem Sinne keine wissenschaftliche, natürlich wissenschaftlich fundierte Präsentation. Aber ich meine, ich bin ja seit über 40 Jahren als Pathologe tätig und ich habe ständig, also mehrmals im Monat, klinisch-pathologische Konferenzen gemacht. Und merkwürdigerweise in den 40 Jahren hat niemand gefragt, ja, wo ist das Peer-Reviewed veröffentlicht, was Sie da zeigen oder und Ähnliches. Also das wurde immer so akzeptiert und dass man als Professor an Universitäten grundsätzlich das wissenschaftliche Arbeiten beherrscht, ich glaube, das ist selbstverständlich. Nun, es hat damit angefangen, eigentlich hat es mit der Maske angefangen. Ich habe mich auch mit Lungenpathologie beschäftigt und war also ziemlich entsetzt, dass man da plötzlich der gesamten Bevölkerung solchen Eingriff in eine wichtige physiologische Funktion zumuten wollte und habe dazu einen kleinen Aufsatz geschrieben und wurde dann auch eingeladen. Und dann kam im Grunde das viel schlimmere Problem auf uns zu, nämlich das Impfen und der Impfschaden, wo man also jetzt Millionen zumindest von Menschen in ein experimentelles Projekt eingebunden hat, ohne dass die ausreichend dazu aufgeklärt wurden. Und das fing damit an, dass ich von Angehörigen angesprochen wurde, sie hätten den dringenden Verdacht, dass ihre Mutter, Tochter oder was weiß ich, nicht eines natürlichen Todes gestorben wären, sondern eben, dass ein Zusammenhang mit der Impfung besteht. Und ich habe das eigentlich ganz unvoreingenommen entgegengenommen, diese Wünsche, und seit 40 Jahren stehe ich natürlich für Zweitmeinungen, also Second Opinion, wie man das nennt, zur Verfügung und habe gedacht, naja, guckst dir mal 3-4 Fälle an und dann wird das schon stimmen, was die Kollegen gesagt haben. Aber es wurde dann sehr schnell klar, dass es so einfach nicht ist. Und ich habe zunächst sehr beunruhigende Dinge gesehen, dann habe ich den Kollegen Lang, den ich vorher nicht kannte, aber der in einer Veranstaltung mit mir war, habe ich gebeten, ob er mit drauf guckt, ob das wirklich alles stimmt, was ich so sehe. Und insofern ist es natürlich das, was wir präsentieren, im weitesten Sinne auch peer-reviewed, denn peer bedeutet ja Kollegen, also von Kollegen abgesegnet. Ja, und das hat sich dann zu einem kleinen Team entwickelt, wobei typischerweise viele, die in diesem Team mitarbeiten, ihre Namen nicht genannt bekommen möchten. Und es sind etwa 10 Pathologen und Gerichtsmediziner, Biologen, Chemiker und auch Physiker dabei. Und hier in dieser Tabelle sind jetzt 51 Todesfälle zusammengefasst und damals waren es 4 lebende Patienten. Das hat sich jetzt deutlich umgedreht. Wir haben jetzt schon 25 Biopsien, die wir beurteilen. Also dies ist hier der Stand 8/22. Aber es ist ungefähr der Trend der gleiche, also ungefähr gleich viele Frauen und Männer. Es ist bei diesem bei dem Alter geblieben, zwischen 21 und 95 Jahren. Und es hat sich in letzter Zeit dann eher zu den Jugendlichen verschoben. Also wir haben inzwischen 6 Sterbefälle, die unter 50 Jahren waren. Und da wird es im Grunde für den Pathologen dann richtig interessant, weil da weniger Grundkrankheiten zu berücksichtigen sind. 7 Tage bis 6 Monate nach der letzten Injektion und die typischen Impfstoffe wurden verwandt. Hier jetzt 74 Fälle, 34 in der Gerichtsmedizin, 39 in Pathologien obduziert, ein Fall von Pathologen und Gerichtsmedizinern zusammen, was sicher eine optimale Kombination ist. Und in allen außer 2 Fällen wurde der Tod als
natürlich oder ehrlicherweise als unsicher oder bezeichnet. Und nur ein Fall wurde geschrieben, also wahrscheinlich ein Zusammenhang mit der Impfung. Nun, in unserer Nachuntersuchung, und ich muss das hier betonen, ich sage nicht, der oder diejenige ist an der Impfung gestorben, außer in ganz klaren Fällen, aber es geht darum, wann spielt die Impfung einen wesentlichen zeitlichen Umstand für den Todeseintritt. Und gerade bei über 50-Jährigen ist der Tod ja immer ein multifaktorielles oder fast immer ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, man kann sagen, der oder diejenige ist ja zwei oder drei Tage oder zwei Wochen nach der Impfung gestorben und die Impfung hat schon daher natürlich irgendwo eine gewisse Rolle gespielt. Und wenn wir jetzt noch typische Organveränderungen haben, dann können wir eben sagen, eine Mitbeteiligung ist hochwahrscheinlich oder wahrscheinlich, und das war es in 80% der Fälle. Und nur in einem Fall konnten wir sagen, wir sehen eigentlich gar keine Veränderungen, die für eine Impfung typisch sind. Wichtig ist noch, unsere Serie zeichnet sich dadurch aus, dass es fast überwiegend Patienten waren, die praktisch plötzlich und unerwartet, das ist ja heute ein bekanntes Stichwort, verstorben sind, also in der Regel zu Hause, auf der Straße, im Auto oder bei der Arbeit, also die praktisch aus vollständigem oder fast in der Regel vollständigen Gesundheitszustand verstorben sind. Und das nennt man ja heute Sudden Adult Death Syndrome. Und Sie sehen hier in dieser Serie waren es 15 von 19 Patienten, auf die das zutraf. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil wir natürlich nach intensivmedizinischer Behandlung, Beatmung, da haben wir Organveränderungen, die wir sozusagen wieder abziehen müssen und die das ganze Bild natürlich unklarer machen und wo wir das schwer abgrenzen können. Auf das Sudden Adult Death Syndrome kommen wir noch später zu besprechen. Ich wollte nur sagen, wir haben da sehr viele Fälle. Nun, was ist der Unterschied oder es ging ja hier im Wesentlichen von Anfang an darum, auch den Unterschied zwischen Veränderungen, die durch die echte Virusinfektion bedingt sind, abzugrenzen von denen, die durch die Impfung stattfinden. Und da haben wir eben zunächst einmal bei der echten Virusinfektion verschiedene toxische Substanzen, die das Virus ja produziert eigentlich nicht, also wenn man überhaupt einem Virus eine Absicht unterstellen kann, aber das Virus ist ja nicht daran interessiert, den Träger zu killen, also umzubringen. Das heißt, es produziert zwar Antigene und toxische Substanzen, aber in sehr viel geringerem Maße als zum Beispiel bei der Impfung. Wir haben da das Spike-Protein und dann verschiedene viruseigene Antigene, insbesondere das Nukleokapsid. Und bei der Impfung haben wir eben nur das Spike-Protein als antigentoxische Substanz und daneben aber weitere toxische Substanzen, nämlich die Lipid-Nanopartikel. Dann haben wir Cholesterin, da kommen wir auch noch drauf und natürlich auch und in einigen Fällen ganz wichtig, Verunreinigungen, speziell in Japan hat man da ja Millionen Dosen vernichten müssen, weil sie mit Edelstahl verseucht waren. Und jetzt entscheidend ist jetzt als zweites, dass diese beiden, die wir hier gegeneinander abgrenzen müssen, unterschiedliche Zielgewebe oder Eintrittsforten haben. Die echte Infektion geht über das Epithel. Und da kommt in Frage das Auge, Nase, Rachen, Luftwege, Lunge. Und das hier nur noch als kleine Anmerkung zu dem Mund-Nasen-Schutz. Was alle nicht berücksichtigt haben, ist, dass natürlich die Bindehaut des Auges ein wesentlicher Eintrittspforte für dieses Virus ist. Also eindeutig haben wir dort dieselben Rezeptoren und schon allein dadurch erklärt sich, dass die, dass die
die sogenannte Maske ein völliger Witz ist, aus biologisch-medizinischer Sicht, nicht aus physikalischer Sicht. Da kann man natürlich nachweisen, dass es die Viren zurückhält. Aber wenn sie hier nicht reinkommen, kommen sie eben hier rein. Gut, aber wichtig ist, dass wir hier auch noch Barrieren haben, nämlich Schleim und Verhornung, die das Virus erstmal überwinden muss, um überhaupt in die Zellen reinzukommen. Und dann haben wir eben, wenn sie dann ins Epithel drin sind, haben wir dort immunkompetente Zellen, dendritische Zellen und so weiter, also die hier eine Abwehr und eine natürlich entstandene Immunität vermitteln. Jetzt bei der Impfung wird es ja, wie Sie wissen, einfach reingejagt in den Muskel und manchmal auch in die Gefäße, was wohl besonders schlimm ist. Und hier trifft es auf das Interstitium, die Muskelzelle und das Wichtigste, das Endothel. Egal, ob man direkt in das Gefäß injiziert oder ins Interstitium, letztlich geht es immer in die Blut- und Lymphgefäße und trifft damit aufs Endothel. Und das ist primär nicht immunkompetent. Hier müssen erst sekundär Lymphozyten einwandern, um das Antigen wahrzunehmen und dann eine Immunreaktion zu induzieren. Nun, welche Methoden haben wir angewandt? Ganz normale Methoden, die seit Jahrzehnten in der Pathologie angewandt werden. Schon von daher ist auch die Unterstellung ist ja unwissenschaftlich, also vollkommen aus der Luft gegriffen, denn dann wären alle Methoden, die seit 40 Jahren oder seit Jahrzehnten angewandt werden, ja unwissenschaftlich. Es ist die Histologie und die Histologie liefert auch dauerhafte Belege, denn die Glasobjektträger mit den Gewebeproben gefärbt, die halten für über Jahrzehnte, das werden wir auch noch sehen. Dann haben wir natürlich Spezialfärbungen, Immunhistologie ist ja inzwischen auch eine Routineangelegenheit und kein Hexenwerk. Und schließlich haben wir für bestimmte Fragestellungen spezielle physikalische und chemische Untersuchungen durchführen lassen, die ich Ihnen noch zeigen werde. Von Anfang an war eben klar, dass wir hier, das habe ich schon gesagt, dass wir hier zwischen den Folgen einer echten Infektion und Spike-induzierten Läsion unterscheiden müssen. Und hier natürlich die Anmerkung, dass die Mod-Messenger-RNA-Impfung natürlich keine Impfung ist, sondern, aber das ist Ihnen, glaube ich, allen klar inzwischen. Ja, und jetzt komme ich zu dem, was wir gefunden haben. Und ich fange an mit den allgemeinen Läsionen, die wir in mehr als einem Organ oder meistens in den meisten Organen nachweisen konnten. Und da fange ich an mit der Expression von Spike-Proteinen und komme dann zu dem primären Zielgewebe, nämlich dem Endothel und der Endothelitis, also der Entzündung und Destruktion von Endothel und schließlich dann auch in den größeren Gefäßen die Destruktion der elastischen Lamellen und der Störung der Textur der großen Gefäße. Weiter kommen wir dann zu diesen Punkten, die ich dann später aufführen werde. Und die Immunhistologie ist hier ganz kurz dargestellt. Es geht einfach darum, dass man gewisse Substanzen, in der Regel Proteine, die in Gewebe vorkommen oder in Zellen gebildet oder gespeichert werden, dass man die anfärbt. Und die Spezialfärbungen verwenden da eben bestimmte chemische Eigenschaften zur Bindung von Farbstoff und hier verwenden wir eben Antigene, also antigene Strukturen, die dann an der Zelloberfläche sich anbinden und dann mit einem Farbstoff kombiniert werden und dann hier, das ist ein Nasenabstrich eines Infizierten in dem Fall, das ist also das Spike-Protein, was wir hier darstellen können. Und nur kurz, also wir haben das nicht in Reutlingen, aber in Verbindung mit entsprechenden Biologen, Fachbiologen, Molekularbiologen gemacht. Wir haben entsprechende immunhistologische Austestungen von unseren verwendeten Antikörpern gemacht. Sie sehen hier die Negativkontrollen, dann die Kombinate an infizierten Zellkulturen gemacht und dann sehen Sie, dass man eben im Idealfall hier die Markierung der Zellen, hier also keine Markierung, hier eine Markierung haben kann.
Hier haben wir das Nukleokapsid bei Corona-Infizierten. Sie sehen das Braune, also in den nächsten Diapositiven werden Sie sehr viel Braun sehen. Alles, was braun ist, ist eben positiv, da kann man das nachweisen. Und zunächst einmal haben wir natürlich gesagt, oder sind wir davon ausgegangen, dass das stimmt, was die Hersteller behaupten, nämlich, dass der Impfstoff am Ort der Injektion, also im Deltoidenmuskel, bleibt und dort die Produktion von Spike-Proteinen anregt und dann eine Immunantwort hervorruft. Und das konnten wir also bestätigen. Sie sehen hier eine Probe mit diesen braunen, körnigen Ausfällungen. Das ist also eindeutig, hier wird Spike-Protein produziert. Nun, es wird aber eben nicht nur dort produziert, sondern es wird dann auch in den Kapillaren. Und hier sehen Sie Fettgewebe, Fettzellen. Das Fett selber ist rausgelöst, das sind diese Vakuolen. Und hier verläuft eine Kapillare, hier ist sie außerhalb der Schnittebene. Und Sie sehen, dass das Endothel hier ganz stark sich markiert und hier ist dann der Querschnitt, da sehen Sie im Blumen praktisch das geschwollene Endothel, welches hier Spike-Protein produziert. Und das war eben eine Kapillare, das sind dann auch die größeren Gefäße. Hier sehen Sie eine positive Spike-Reaktion ganz exquisit im Endothel. Das ist diese tapetenförmige Auskleidung der Gefäße, hier auch in den kleineren Gefäßen. Und das ist eine andere Schnittebene, ich glaube, Sie sehen es. Hier haben wir dann das Nukleokapsid und damit haben wir den Nachweis, dass dies hier eine Impffolge ist und nicht eine echte Infektion zugrunde liegt. Und als nächstes kommen dann die Lymphknoten. Speziell natürlich in der Achsel primär, aber auch in anderen Organlokalisationen. Hier sehen Sie diesen stark stimulierten Lymphknoten. Ich will jetzt nicht sagen, wie groß er war, sonst, aber Sie sehen hier, der ist deutlich stimuliert. Wir haben einerseits die Lymphfollikel und wir haben dann auch die deutliche Verbreiterung der parakortikalen Zone, also der T-Zellzone. Und interessant, hier eben eine Lymphadenitis, also die Entzündung greift auf die Umgebung über und das ist hier ein Fall von einer persistierenden derartigen Reaktion im Bereich der Impfung. In diesem Fall eben noch 18 Monate nach der Impfung hat das persistiert und wir haben davon auch eine Biopsie, die ich Ihnen später auch noch zeige. Und so sieht das aus, das ist jetzt eine Darstellung von Spike und Sie sehen hier einen Lymphknotenanschnitt und hier die Follikel und hier speziell im Randsinus diese deutlich markierten Spike-exprimierenden Zellen im Randsinus und jetzt kommt das Interessante, hier ist ein kleines Gefäß mitgetroffen und Sie sehen hier das Endothel, ist hier irgendwie aufgefranst, hier fehlt es ganz. Also hier haben wir schon eine Schädigung des Endothels in diesen Lymphknoten in der Achselhöhle. Und dann können wir es nachweisen in der Milz. Sie sehen hier die kleinen Zentralarterien, hier drumherum die Lymphfollikel und hier haben wir die deutlich markierten Spike-Protein produzierenden Zellen. Nun, das ist natürlich teilweise auch ein gewollter Effekt, denn die Milz soll ja die Impfwirkung entfalten, indem eben dort die Immunreaktion getriggert wird. Auf der anderen Seite, ich war vollkommen entsetzt, ich habe erst vor ein paar Tagen Befundberichte von Rattenexperimenten mit in dem Fall moderner Impfstoff gelesen. Da ist also eindeutig von einer Milztoxizität die Rede, die man bei den Ratten beobachtet hat. Offenbar haben das alle überlesen, die diese Versuche zu begutachten hatten. Und ich bin darauf gekommen, weil eine 22-jährige Patientin an einer Milzruptur gestorben ist. Und also wenn dieser Impfstoff milztoxisch ist, dann ist das also
für mich unbegreiflich, dass man sowas zulassen kann. Gut, es steht dann in der Diskussion, ja, das spielt für den Menschen wohl keine Rolle, weil sich das nach 2 bis 3 Wochen wieder zurückbildet, diese Toxizität. Also, ich weiß nicht, eine toxische Substanz darf man eigentlich nicht applizieren. Nun, dann haben wir hier weiterhin Nachweis von Spike-Protein im Gehirn. In der Regel wird es wohl von der Blut-Hirn-Schranke aufgehalten, aber wir finden es auch hier in Endothel, aber gelegentlich dann eben auch in der Umgebung hier der Gefäße. Und dann ganz entscheidend und in 5 Fällen zum Tode führen durch eine Aortenruptur. Das wäre hier eine Aorta und Sie sehen auch hier, das Endothel ist hier so streifenförmig deutlich markiert und dann aber auch die darunter gelegenen Myofibroblasten oder Elastoblasten, also die elastischen Fasern bilden. Nun, dieser Patient hier ist nicht an der Aorta gestorben, also nicht an diesem Befund, sondern er hatte einen Hirninfarkt, aber es ist interessant, dass wir das eben trotzdem hier nachweisen konnten. Und im Rahmen dieser Spike-Protein-Expression hier ein anderer Fall, ein größeres Gefäß. Und hier haben wir dann die Zerstörung des Endothels, was hier Spike exprimiert. Und hier dann eine Thrombusbildung. Wobei die Thromben haben wir selten gefunden, also thrombotische Todesfälle haben wir selten gefunden. Offenbar, weil die bei der primären Obduktion schon erkannt wurden und dann wahrscheinlich ein Zusammenhang postuliert wurde und deswegen die Angehörigen keinen Grund hatten, sich an uns zu wenden. Nun aber, das sind die Hauptzielgewebe, Organe, Zellen, die also unter Umständen zum Tode führen, eben die Endothel- und Gefäßläsionen. Und dann haben wir aber interessante und nicht minder beunruhigende Befunde, hier und zwar Expression von Spike-Proteinen im Hoden, das sind die Hodenkanälchen hier und das ist ein 28-jähriger Mann, der einen Sohn hat, also grundsätzlich vor der Impfung offenbar fertil war und der dann 134 Tage nach der Impfung verstorben ist. Und Sie sehen jetzt hier, das ist nicht das Bild einer normalen Spermatogenese. Schon allein, dass hier so große Spike-Protein-exprimierende Zellen mitten im Lumen liegen, ist also extrem ungewöhnlich, also eine schwere Störung der Spermatogenese. Ich habe versucht hier zu finden, wo hier noch Spermien sind. Die hier ist wahrscheinlich hier und da habe ich auch eine, aber ich meine, das ist für einen 26-jährigen Mann natürlich vollkommen unnormal. Und wie gesagt, auch gerade diese großen abgeschilferten, ich weiß nicht, ob es Spermatogonien sind oder Sertoli-Zellen, das wollen wir noch versuchen herauszufinden. Und ich meine, so sieht es normal aus, das ist ein Schema, da müsste man also massenhaft Spermatozyten sehen und hier im Lumen selber keine großen Zellen. Dann haben wir die Spike-Expression auch in den Prostatadrüsen, was immer das bedeutet. Auf jeden Fall dürfte es also im Sperma vorhanden sein. Und hier jetzt, das ist leider vertauscht, das ist jetzt wieder vom Test, ist, also vom Hoden, das ist jetzt ein älterer Mann. Da erwarten wir zwar eine deutlich reduzierte Spermatogenese, aber hier also eindeutig auch Spike-Protein-Expression und keinerlei Spermatogenese mehr. Und dass das auch Folgen hat, können wir sehen. Wir haben hier einen Hoden und angrenzendes Prostata und Sie sehen hier solche lymphozytären Infiltrate, da kommen wir noch drauf, sogenanntes Lymphozyten-Amok. Und mit dem Herrn Steger und Herrn Bergholz arbeiten wir ja auch zusammen und die haben hier zunächst einmal schon allein aufgrund ihrer Befunde und die waren dann sehr interessiert an unseren morphologischen Befunden. Also auch hier, das ist jetzt publiziert, dass eben die männliche Fertilität beeinträchtigt wird. Und wir finden es nicht nur bei den Männern, sondern auch im Ovar finden wir hier eine Expression, hier überwiegend wieder in
Endothelien, also Gefäßen, aber auch im Stroma. Wir finden es in dem Endometrium, hier wieder die Gegenprobe, Nukleokapsid, also eindeutig impfinduziert, und hier die braune Markierung, das sind die Drüsen des Endometriums. Und gerade in den letzten Wochen haben wir jetzt eine Plazenta bekommen zur Untersuchung von einer Totgeburt in der 37. Schwangerschaftswoche, zweimal Comirnaty, zuletzt 10 Tage vor der Konzeption errechnet. Und wir haben jetzt eben hier tatsächlich auch diese braunen Markierungen der Trophoblasten und Syncytiotrophoblasten. Wir haben hier auch wieder die Endothelien, die hier deutlich sich markieren, und auch im Stroma. Und ganz interessant hier eben, das ist die Amnionhöhle, hier das Amnionepithel, also hier würde der Embryo drin gewesen sein, in diesem Fall der tote Embryo. Und wir haben dann hier die Chorionplatte und dann den Trophoblasten, und wir haben hier eine exquisite und deutlich selektive Expression von Spike-Proteinen. Und wir haben es dann auch in den Gefäßen der Nabelschnur, hier eine Nabelschnurarterie mit der entsprechenden Markierung der Myofibroblasten im Lumen. Und für die, die das nicht mehr so vor Augen haben, ich habe mich da auch erstmal wieder ein bisschen einschauen müssen. Also das ist hier das Amnion-Epithel, hier die Amnionhöhle, hier die Nabelschnur, hier ist die mütterliche Seite und hier das mütterliche Blut, und hier wird es in die Nabelschnur gebracht. Wir haben dann auch eine Plazentaprobe, in dem Fall, wo wir dann das Nukleokapsid nachweisen konnten, und hier also eine Veränderung, die mit der Infektion, mit der echten Infektion einhergeht. Auch hier diese braunen Niederschläge. Also das Braun bedeutet ja nur, dass hier eine positive Reaktion ist. Man muss natürlich wissen, was hier dargestellt wird, in diesem Fall das Nukleokapsid und nicht das Spike-Protein. Ja, das wäre das erste generelle Phänomen, dass wir das Spike-Protein eben fast überall nachweisen können, auch an Orten, wo es eigentlich nichts Gutes bewirken kann. Denn man muss sich ja immer vorstellen, eine Zelle, die damit beschäftigt ist, irgendein fremdes Protein auf Befehl zu synthetisieren, kann wahrscheinlich die eigentliche Aufgabe nicht so vollständig und gut erfüllen, wie es sein sollte. Nun, dann haben wir als zweites, finden wir immer wieder am falschen Ort irgendwelche vakuolären und kristallinen Partikel und schließlich auch eiweißhaltige proteinöse Depositen, und das hat Verwandtschaft mit der sogenannten Amyloidose oder mit Amyloid. Nun, zunächst einmal, wir haben das auch, ich glaube, bis zum 15. Fall übersehen, weil der Pathologe kennt solche merkwürdigen Niederschläge recht gut. Das ist ein Artefakt und als Formalinpigment bekannt. Und das ist aber wie mit dem Salzstreuer über das Gewebe verstreut. Und blendet man eigentlich automatisch aus. Dann haben wir aber auch gefunden, echte Fremdkörper hier in der Lunge, umgeben von Lymphozyten, eine Fremdkörper-Riesenzelle. Und da haben wir diese typischen nadelförmigen Einschlüsse, das sind Cholesterinnadel. Und sind dann teilweise auch doppeltlichtbrechend, wie wir das hier sehen, das ist die mehrkernige Riesenzelle. Und das sind jetzt die Fremdkörper, die wir da gefunden haben, und die sind eben nicht wie mit dem Salzstreuer verstreut über das Gewebe, sondern sind so überwiegend in so vakuolären Strukturen angelagert. Hier auch eine entzündliche Reaktion in der Umgebung. Diese Vakuolen sind natürlich nicht leer, sondern da waren Lipidstoffe drin, die wie alles Fett bei der üblichen Präparation rausgelöst werden. Und hier weitere Beispiele, also das sind diese kleinen stäbchenförmigen Elemente. Nebenbei hier noch schon dieses Phänomen von Eiweißablagerungen.
Und auch diese Fremdmaterialien zeigen teilweise eine Doppellichtbrechung, wie sie hier zeigen. Und wir wissen, wir sind also hart dran mit Physikern und Chemikern, dass diese Fremdstoffe zu definieren, herauszufinden, was es eigentlich ist irgendwie. Also es ist sicher kein Artefakt, aber an erster Stelle und erste Untersuchungen von Chemikern meinen, es könnte sich um Cholesterinkristalle handeln. Cholesterinkristalle, die normalerweise so plättchenförmige und im Schnitt eben nadelförmige Gebilde produzieren. Nun, ich muss gestehen, ich wusste vorher auch nicht, wie Cholesterin eigentlich aussieht. Ich habe immer gedacht, das ist so eine eklig fettige Substanz. Aber es ist mitnichten, es ist wie Zucker oder Salz, so ein kristallines Material. Und wir finden es also einmal im Impfstoff hier, und zwar relativ reichlich. Das sind diese plättchenförmigen Elemente, die wir im Schnitt dann als Nadeln darstellen, also die von den Fremdkörperriesenzellen gepackt werden. Und hier sehen Sie dann aber, dass neben diesen plättchenförmigen auch solche stäbchenförmigen kristallinen Ausfälle vorhanden sind. Hier nochmal, das ist jetzt im Paraffinschnitt. Wir haben also das einfach dieses Pulver da eingebettet in Paraffin. Das sind wieder diese nadelförmigen. Aber Sie sehen jetzt, dass hier auch diese stäbchenförmigen Materialien sind. Und es könnte also das sein, was wir da im Gewebe finden. Hier sehen Sie nochmal, das ist das, was wir aus den Cholesterinkristallen gefunden haben. Und das ist, was wir im Gewebe finden. Also das könnte schon dasselbe sein. Wie gesagt, wir haben noch keine endgültige Diagnose. Nun, woher kann dieses Cholesterin stammen, was sich da in den Geweben anlagert? Zunächst einmal, es könnte aus dem Impfstoff kommen, aber solche Mengen, dass wir es also in einigen Fällen wirklich massiv in Pankreas, Milz, Herzmuskel finden, so viel kann eigentlich im Impfstoff nicht drin sein. Dann könnte der Cholesterinstoffwechsel gestört sein und irgendwie angetörnt werden. Aber eine sehr naheliegende Quelle sind eigentlich die Atherombeete, also die Arteriosklerose. Dies ist hier wohlgemerkt kein Geimpfter, sondern ein Archivbild. Und da sehen Sie, das ist die Aorta, die Körperhauptschlagader. Hier gehen die Beckenarterien ab. Sie sehen massive Verkalkungen und Sie sehen hier ein fast faustgroßes Depot in der Aorta, was zu 90% aus Cholesterin natürlich besteht. Das ist ja das Atheron. Und hier jetzt ein Schema, das wäre eine normale Aorta, hier die Erythrozyten, hier die Vasa Vasorum, also die kleinen Gefäße, die von außen die Aorta versorgen, und hier die Intima, die normalerweise sehr schmal ist und zellarm. Und bei der Arteriosklerose haben wir dann eben diese Beetbildungen, hier die Cholesterinnadeln, und hier greift jetzt eben das Spike-Protein offenbar als toxische Substanz an und zerstört das Endothel, wie ich es ja vorhin schon gezeigt habe. Und sozusagen von der anderen Seite, wie ein Zwei-Fronten-Krieg, wird hier die Aorta oder die größeren Gefäße ebenso attackiert von dem Spike-Protein, was über das Endothel oder was hier das Endothel der Vasa Vasorum zerstört. Und hier etwa in der tiefen Media ist dann eine Zone, die eben schlecht versorgt ist und deswegen vulnerabel ist. Wir sehen das gleich noch. Und das Entscheidende ist jetzt eben, wenn das Endothel zerstört wird, können diese Cholesterinnadeln, kann dieses Cholesterin in das Blut gelangen und entsprechend zu Embolien führen. Nun, das ist etwas, was durchaus bekannt ist. Ich komme darauf noch, was aber sehr selten ist, die sogenannte Cholesterinembolie. Nun, wie sieht das jetzt aus? Das ist ein Patient, der an einer Aortenruptur verstorben ist, der aber auch eine Arteriosklerose hatte, und entsprechend hat der Erstpathologe hier von einer arteriosklerotischen Aorten Texturstörung gesprochen.
Nun, Sie sehen, so sehen die normalen atherosklerotischen Beta-Atherome aus mit geschlossenem Endothel. Und hier haben wir jetzt zwei, die offensichtlich ulzeriert sind, aufgebrochen sind. Und daraus kann dann eben das Endothel und ist in diesem Fall, wie ich gleich zeigen werde, auch in die Zirkulation geraten. Ich habe das nochmal stärker vergrößert. Also ich selber habe es selten so schön, also in Anführungsstrichen schön gesehen, wie hier. Und also da ist jede Menge Cholesterin drin in diesen Beten. Und wenn jetzt das Spike-Protein das Endothel zerstört, dann kann das an die Oberfläche geraten. Das ist noch ein Querschnitt davon. Und hier sehen Sie das im histologischen Bild. Hier ist die Restwand und hier das Beet, was hier aufgebrochen ist. Und hier die Elastika-Zerstörung. Aber wichtig ist, dass wir jetzt hier tatsächlich in der Milz diese Cholesterin, das ist derselbe Fall wohlgemerkt, wo ich eben die Aorta gezeigt habe, da sehen wir diese Cholesterinnadeln in der Milz. Nun, ich habe Ihnen am Anfang ein Bild von der Lunge gezeigt und da wurde ich natürlich auch sofort korrigiert oder ich wurde belehrt, ja, das ist doch die Lunge und wir atmen doch alles Mögliche ein, die hat wahrscheinlich vorher inhaliert oder irgendwas inhaliert, das ist alles, hat mit der Impfung natürlich nichts zu tun. Nun, aber hier finden wir es in der Milz und die Milz ist kein Inhalationsorgan. Also das ist ein Befund, der offensichtlich valide ist. Nun, wir finden tatsächlich in großen Lehrbüchern in der Regel nur einen Satz zu der Cholesterinembolie, und zwar hier aus Edergenik, bekanntes Lehrbuch, und da wird eben gesagt, gelegentlich können auch Cholesterinkristalle aus zerfallenen atheromatösen Beten der Aorta in den Blutstrom verschleppt werden. Gut. Das wäre das Problem mit den noch nicht sicher identifizierten vakuolären und kristallinen Partikeln. Also wie gesagt, das Vakuoläre ist natürlich ein Lipidstoff und das Cholesterin wird ja normalerweise im Körper zirkuliert, ist ja als ein lipidkristallines Gebilde, also als Lipidpartikel, so als Lipid. Ja, und jetzt kommen wir zu den unklaren eiweißhaltigen Materialien, die wir vor allen Dingen in den Gefäßwänden gefunden haben. Und da kommen wir zunächst einmal Entschuldigung, ist das? Aus irgendeinem Grund ist das jetzt, also wir kommen jetzt schon zu diesem Punkt hier. Ich nehme an, das ist irgendwie verstellt. Gut, also zur der fraglichen funktionellen Amyloidose kommen wir dann später. Wir haben jetzt das Problem der sogenannten Klottbildung. Und schließlich haben wir das Problem der echten Fremdmaterialien. Da will ich überhaupt heute gar nicht drauf eingehen, weil wir haben nur zwei Fälle, wo wir das vermuten. Und da kann ich also wenig zu beitragen. Aber die sogenannte Clot-Formation ist ja international ein Thema, welches große Aufmerksamkeit inzwischen entwickelt. Und zwar wurde das zunächst bei Verstorbenen festgestellt. Die sogenannten Postvakzinenklotz, die also keine Blutgerinnsel sind, sondern irgendwelches eiweißhaltiges Material. Und da fand man also bei Verstorbenen, die dann in der Kühlzelle natürlich gelagert waren, ausgedehnte Ausgüsse von diesem ja, elastischen eiweißhaltigen Material. Und da ist keine Tropfen im engeren Sinne sind, spricht man also inzwischen international von Klotz. Und erste Untersuchungen zeigen, dass es eben keine thrombotischen Materialien sind, also Klotz are not blood clots, also keine Bluttrompen.
Und ja, mir war eigentlich von vornherein klar, dass diese Ausgüsse natürlich postmortal entstanden sein müssen. Denn mit solchen ausgedehnten Ausgüssen der Gefäße kann man, also ist man nicht lebensfähig, das ist ganz klar. Aber es muss natürlich irgendwie eine Alteration der Blutzusammensetzung vorhanden sein, die das bei der Abkühlung des Körpers eben zur Ausfällung von diesen merkwürdigen Klotz führt. Und die wurden eben von den Bestattern in den USA, werden ja alle einbalsamiert, alle Leichen. Das haben die Bestatter dort vorher nie gesehen und jetzt bei Geimpften eben sehr häufig. Und wir haben da eine interessante Beobachtung von einer etwa 40-jährigen Frau, die völlig fit war, Marathonläuferin, die einmal mit Comirnaty behandelt wurde und seitdem zeitweise kaum mehr gehen konnte, weil sie schwerste Durchblutungsstörungen der Beine hatte. Der radiologische Befund sagte, keine Arteriosklerose, also nichts wäre bei der Frau in dem Alter ja ungewöhnlich, aber dann eine in der Femoralis und Popliteer eine Gefäßwandverdoppelung. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass es eben diese Gefäßläsionen gibt und dass eben gerade die in der Aorta eben Texturstörungen vorkommen. Und außerdem ein Hinweis auf erhöhten peripheren Widerstand, also offenbar im Kapillarbett stimmte auch irgendwas nicht. Und hier bioptische Untersuchungen und wir haben vor allen Dingen Blutuntersuchungen da traten eben bei Abkühlung des entnommenen Blutes im Serum dann solche Klotz auf. Nun zunächst einmal, das ist also der Befund, der radiologische Befund hier des Aneurysma desiccans, das heißt irgendwo ist das Gefäß zerstört worden und in der zerstörten inneren Wand, äußeren Media, kommt das Blut dann oder dringt das Blut ein und wenn der Patient oder die Patientin Glück hat, kommt es auch wieder zurück und dann kommt es eben zu dieser Doppelläufigkeit der Gefäße, wie es hier beschrieben wurde. Und das wurde jetzt als sehr merkwürdig empfunden von den Ärzten, die hier das Blut abgenommen haben. Das Blut wurde also zentrifugiert und wir haben dann hier typischerweise eben hier die Erythrozyten, das zelluläre Material und hier im Serum bildeten sich dann diese Klotz, also diese quallenartig und an mich wurde dann herangetragen, können Sie das nicht histologisch untersuchen, was das ist und ich habe erst gesagt, nein, also Blutuntersuchungen machen wir eigentlich nicht. Mein Gebiet ist die Histologie, also das Gewebe. Aber es wurde dann doch gesagt, wir haben es dann erstaunlicherweise eben doch einbetten können. Hier, also sehen Sie es in der Kapsel gelegen, diese glibberige Substanz, die sich eben bei der Abkühlung wohlgemerkt des Blutes erst gebildet hat. Und hier sehen Sie, so sieht das aus. Das ist offenbar im Wesentlichen fibrinogen. Hier wächst es so an der Seite, also es ist Self-Assembling, sagt man da im Englischen. Und das ist eben ein solches faseriges, proteinöses Material. Einzelne Lymphozyten sind drin. Und wir haben das also untersuchen lassen, dann in einem Universitätsinstitut. Und da fanden sich eben insgesamt 137 Proteine in diesem Klott, die sich im Serum nicht fanden. Also spezifische Anreicherungen von speziellen Proteinen, 137. Und ich habe Ihnen hier jetzt eine Auswahl gegeben, die also dafür sprechen, dass das ein fortbestehender Endothelschaden ist, der dazu führt, dass eben in den tieferen Wandschichten gelegene Strukturelemente in das zirkulierende Blut geraten, also extrazelluläre Matrixbestandteile, Kollagen, extrazelluläre Matrix, Kollagen, Laminin, Elastin, Cell-Adhesion Molecules, also die haben normalerweise im Blut nichts zu suchen.
und sprechen. Also das ist die Interpretation, die ich mit dem niederländischen Pathologen in dem Fall angestellt habe. Die sprechen dafür, dass hier bei dieser Patientin nach wie vor ein aktiver Endothelschaden vorliegt mit herzförmiger Destruktion von Endothel und dem Eintreten von tieferen Matrixbestandteilen der Gefäße in das Blut. Und so muss man sich das vorstellen. Hier ein Schema, das sind die Endothelien, hier die Basalmembran. Und Sie sehen jetzt hier das, das MOD-mRNA, regt die Spike-Protein-Produktion an. Es entweder durch Lymphozyten oder eben direkt durch toxische Wirkung gehen die Endothelien zugrunde. Sie werden hier ins Blut abgegeben und jetzt können also die, ja, die toxischen Substanzen, Spike-Protein oder unter Umständen eben auch die Nanolipidpartikel in die Tiefe dringen und legen hier eben die elastischen Fasern, die Basalmembranbestandteile frei und die können jetzt ins Blut gelangen. Und das ist hier eine Muskelbiopsie bei dieser Frau und Sie sehen hier, die Endothelien sind geschwollen. Diesen Befund hatte ich ja schon in der ersten Konferenz im Herzmuskel gezeigt und da wurde natürlich sofort gesagt, ja, das ist alles Autolyse, alles, das ist alles, hat mit Vital nichts zu tun. Und dies ist hier eben keine Autolyse, das ist eine Biopsie. Sie sehen die geschwollenen, abgelösten Endothelien und genau in denen können wir dann das Spike-Protein nachweisen. Ich glaube, das überspringe ich im Moment, ja, und jetzt komme ich, es ist vertauscht, tut mir leid. Also jetzt komme ich zu den, also das war jetzt zum Clot, zum Phänomen der Clotbildung, die man ja auch offenbar generell nach der Spikung beobachten kann, eben bei Postmortal, bei Abkühlung und eben bei Lebenden, bei Abkühlung des Blutes. Wir haben da nebenbei jetzt eine große Serie von Geimpften und Ungeimpften, die wir vergleichen wollen und die also in entsprechenden molekularbiologischen Instituten untersucht werden. Und möglicherweise ist hier ein Ansatzpunkt, um Impfschaden und nicht Geimpfte und Geimpfte zu unterscheiden. Nun, dies ist dieser Befund, den wir auch zunächst einmal ja, wertfrei erhoben haben und einfach gesagt haben, merkwürdig in der Milz. Gut, gelegentlich findet man da mal Verquellungen, aber dass man in den Zentralarterien derartige rote, azelluläre Ablagerungen von Protein finden, das ist doch sehr ungewöhnlich. Wir haben gleich auch an Amyloid gedacht, aber zunächst waren wir da nicht sicher. Und dann kam eben diese Publikation aus Schweden, wo dann gesagt wurde, dass sich Amyloid offenbar aus Sequenzen des Coronavirus-Spike-Proteins bilden können. Und da das Spike-Protein ja eben bei der Impfung besonders hoch ist, kann natürlich aus diesem impfinduzierten Spike auch Amyloid gebildet werden. Und wir haben dann eben die Kongo-Rotfärbung gemacht. Sie sehen hier tatsächlich gerade präferenziell in der Milz, aber auch im Herzmuskel, im Gefäß diese Ablagerungen von, wie es inzwischen tituliert wird, funktionellem Amyloid. Das heißt, es ist natürlich keine Amyloidose, sondern es ist ein amyloidartiger Stoff, der hier eben in den, präferenziell in den Gefäßwänden abgelagert wird. Wir werden nachher noch sehen, dass das auch im Gehirn zum Beispiel der Fall ist. Hier sehen Sie eine solche kleine Milzarteriole, die praktisch vollständig verschlossen ist durch diese Einlagerungen. Und das ist jetzt diese Muskelbiopsie von der etwa 40-jährigen Frau. Sie sehen auch bei ihr gibt es hier die rote Anfärbung in der äußere Wandschicht dieser kleinen Arteriole ein Amyloid-Ablagerung, was natürlich den erhöhten peripheren Widerstand zusammen, der ja radiologisch belegt ist, zusammen mit den Veränderungen der Gefäßwände und des Endothels erklären. Und wir haben dann auch solche Amyloid-Ablagerungen um diese Fremdmaterialien, die ich vorher schon gezeigt habe. Wir haben es in der Lunge, hier sehen Sie solche Fibrinanlagerungen, hyaline Membranen in der Lunge, in denen wir dann auch Kongo, also Kongo-rot positives Material, also amyloidartiges Material nachweisen können. Und das ist hier der gleiche Ausschnitt einmal
mit normalem Licht, etwas schwach belichtet in dem Fall, aber hier sehen Sie, dass dieses Material auch doppeldichtbrechend ist. Es ist nicht die typische apfelgrüne Doppeldichtbrechung, die wir beim klassischen Amyloid haben, aber sicher eine sehr nahe verwandte Substanz. Ja, das sind die allgemeinen Veränderungen, die alle Organe oder Gewebe betreffen können, natürlich nicht alle gleichzeitig. Und wir kommen jetzt zu den spezifischen Organläsionen und Gewebsläsionen. Und da habe ich ja schon darauf hingewiesen, es sind die kleinen Gefäße, die betroffen sind, die Endothelitis, vor allen Dingen Herz, Lunge und Gehirn, ganz sehr ausgeprägt im Gehirn. Dann Aggregation von Erythrozyten und Einblutungen in die Gefäßwand, manchmal natürlich auch eine echte Rupturblutung, aber oft bleibt das in der Gefäßwand, das zeige ich Ihnen noch. Dann eben die Komplexbildung von Amyloid- und Spike-Protein, Fibrin und funktionelle Amyloidose, Thrombozyten und Mikrothromben und schließlich auch eine Gefäßobliteration der kleinen Gefäße, was natürlich besonders im Herzmuskel erhebliche Folgen hat. Ja, hier jetzt die Befunde am Herzmuskel. Sie haben hier nochmal als gegenübergestellt ein normales kleines Gefäß, schon etwas größer als eine Kapillare, aber hier dann das Zerstörte. Sie sehen, das ist das Endothel, das sind die Endothelkerne, die sind so länglich, spindelig und wie eine Tapete kleidet das eben das Gefäß aus. Hier jetzt bei einem Geimpften. Die sehen Sie noch, das sind diese länglichen Endothelien, die hier noch liegen, aber das Gefäß ist zerstört. Und hier haben wir eine lymphozytäre Infiltration, also eine aktive Zerstörung offenbar dieser Spike-Protein produzierenden Gefäße durch die Lymphozyten. Und wir können dann hier haben wir jetzt spezifisch die mit CD31 die Endothelien nachgewiesen und Sie sehen hier zunächst einmal, dass diese Endothelien deutlich geschwollen sind und zum Teil die Gefäße verschließen. Und wir haben dann das Spike-Protein einmal in den Endothelien, aber vor allen Dingen auch in den abgeschilferten Endothelien und in Makrophagen. Nebenbei auch eine positive Reaktion der Herzmuskelzellen selber, Fasern. Und auch da natürlich dann eine Aggression. Hier, das ist jetzt aus einer anderen Region, eine Spike-Protein-Darstellung von diesen Proteinen, die sich dann bei Zerstörung des Endothels hier abbilden. Dann hier, dort wo das Endothel zerstört ist, Anlagerungen von Thrombozyten. CD61 stellt spezifisch die Thrombozyten dar. Also hier beginnende kleine Mikrothromben, auch hier eine Bronchusbiopsie, wo wir sehen, dass in den kleinen Gefäßen hier diese Thrombozytenaggregate sind, also kleinste. Dann dort, wo eben diese Endothelläsionen sind, finden wir dann diese azellulären Proteinablagerungen, amyloidartigen Ablagerungen und schließlich die totale Obliteration der Gefäße. So haben wir also im Herzmuskel oft eine Kombination von Nekrose, also Infazierung durch mangelnde Durchblutung und dann aber auch direkte Herzmuskeldestruktion durch die Immunreaktion. Und ich hatte schon gesagt, besonders beunruhigend und korrelierend mit meistens vorübergehenden Bewusstseinsstörungen nach der Impfung, dann die Vaskulitis, Mikrovaskulitis im Gehirn. Hier sehen Sie ein kleines Gefäß mit diesen lymphozytären Infiltraten. Das hatte ich schon vorhin gezeigt. Wir haben dann auch Spike-Protein-Expression hier. Ja, das sind die kleinen Gefäße. Wir kommen zu den großen Gefäßen. Da haben wir eine eine Texturstörung der Aortenwand speziell, aber auch der großen Gefäße mit lymphozytärer Vaskulitis und Perivaskulitis. Auch hier haben wir dann den Endothelschaden, wobei hier eben ein atheromatöse Plaques aufbrechen können. Wir haben dann eine Medianekrose und Dissektion, Perforation, wie gesagt, in 5 Fällen.
und gelegentlich auch thrombozytäre Ausgüsse ohne Erosion, was wir aber selten gesehen haben. Und hier jetzt noch einmal das Schema, was ich am Anfang gezeigt habe, etwas modifiziert. Das ist die normale Aorta im Querschnitt. Hier also würde das Blut zirkulieren, hier das angrenzende Bindegewebe sein. Und wir haben jetzt hier, wie ich schon sagte, sozusagen einen Zwei-Fronten-Krieg. Hier wird das Endothel zerstört und es kommt zum Intima-Aufbruch. Und hier werden die Vasa Vasorum attackiert. Und durch diese Attacken kommt es eben im Bereich der tiefen Media zu Texturstörungen und Nekrosen. Und dieses Bild habe ich schon mal gezeigt. Das zeigt Ihnen jetzt, wann sehen wir solche Media-Nekrosen. Wir sehen sie einmal idiopathisch. Das sind dann genetische Störungen, die gehen aber ohne Entzündung einher. Insofern dann sehr häufig bei Arteriosklerose, hier sehen Sie so eine Perforation, und dann aber eben infektiös toxisch, und zwar historisch bekannt bei der Lewis, also Syphilis, und auch bei einer Vergiftung mit gewissen Kichererbsensorten, und dann eben jetzt offenbar Spike induziert. Und das zeige ich Ihnen jetzt zunächst einmal in einem historischen Präparat, und damit will ich Ihnen gleichzeitig zeigen, dass die Kritik, ich hätte keine Belege, natürlich lächerlich ist, denn diese Schnittpräparate, die ich habe, die kann man noch in 100 Jahren angucken. Dies ist ein Präparat von vor dem Ersten Weltkrieg, als die Lewis noch zirkulierte, und hier haben wir eine Mesautitis luetica HE, also Hämatoxylin. Und Sie sehen, das kann man heute noch angucken, und ich habe das herausfotografiert. Das ist genau der Befund, den wir nach der Impfung haben. Wir haben hier eine Spaltbildung in der tiefen Media, hier ist die Oberfläche, und wir haben dann eine entzündliche Infiltration, das sind die Lymphozyten, die hier sich ansammeln. Und genau dieses Bild haben wir hier. Zunächst einmal zeige ich Ihnen nochmal, wie eine normale Aorta aussieht. Das ist eine ganz gleichmäßig geschichtete Wandstruktur mit abwechselnd elastischen Lamellen, Myofibroblasten, Myofibroelastoblasten, und das ist jetzt eben in zahlreichen oder praktisch minimale Läsionen sehen wir eigentlich in fast allen Fällen, so schrecklich das ist. Und das sind eben die Befunde, die wir haben. Ich zeige immer mehrere Bilder, und wenn Sie darauf achten, ich habe bewusst darauf geachtet, Ihnen immer zu zeigen, dass es mehrere Fälle sind, also dass ich hier nicht irgendeinen exotischen Einzelfall rausfotografiert habe. Hier sehen Sie diese Spaltbildung, hier das Lumen der Aorta und hier diese Spaltbildung, hier die entzündliche Infiltration, hier bei stärkerer Vergrößerung Spaltbildung, und eben man könnte sagen, das ist auch autolytisch oder das ist präparatorisch bedingt, aber wie kommen dann die Lymphozyten hierher? Eindeutig. Hier jetzt auch diese ausgedehnte Nekrose in der Media und hier die entzündliche, hier wieder die Spaltbildung, entzündliche infiltrate Lymphozyten, und wichtig auch hier wieder die lymphozytären Infiltrate um die Vasa Vasorum, also hier wäre das Lumen, wo das Blut fließt, hier das angrenzende Bindegewebe. Und hier jetzt die elastischen Lamellen, die hier zerstört werden. Und solche hier sehr schön zu sehen, schwarz oder dunkelblau-rot, dunkelblau gefärbt hier, die elastischen Lamellen, die hier Unterbrüche zeigen. Und dann die vermehrte Ablagerung von Bindegewebsgrundsubstanz, also das ist die Alzheimer-Blaufärbung. Und auch hier haben wir dann eben selektiv den Nachweis speziell um die Vasa Vasorum herum von Spike-positiven Zellen, das sind Makrophagen, und dann aber auch die Myofibroblasten, die hier sind. Und für die weniger eingedacht sind, hier nochmal die Folgen einer solchen Medianekrose. Wir haben hier eine zweiwandige Aorta, und wenn der Patient Glück hat, kommt es hier wieder zum Rückfluss, dann überlebt er diese Blutung, oder es kommt eben zur Perforation nach außen und dann verstirbt man an der Perforation.
Und das ist hier ein 56-jähriger Mann mit nur einer mäßigen Arteriosklerose, was dem Alters entsprechend ist. Hier sehen Sie solche Plaques, wie ich sie Ihnen ja auch schon gezeigt habe. Und verstorben 46 bzw. 21 Tage nach der Impfung, also DPI bedeutet immer Days Post Injection. Und ich glaube auch, ein Laien sieht das hier, also hier wäre die Innenseite der Aorta, die ist natürlich aufgeschnitten und hier sehen Sie, dass die Wandung gedoppelt ist. Hier haben wir eine Wand, hier haben wir eine zweite Wand und da ist ein Hohlraum dazwischen. Und wenn man das schön präpariert, hier sehen Sie, das ist die Innenseite, hier sehen Sie die eine Wand und hier ist sie noch zusammen und hier ist die Dissektion, da geht es auseinander und hier hat es geblutet. Und das sieht man auch hier noch schön, das ist also die Innenwand und die innere Wand und die äußere Wand und das ist die Mediadissektion mit der Einblutung, rot sind die Erythrozyten. Und das Entscheidende ist jetzt, also bei einem Fall hat der Erstpathologe dann gesagt, ja, das ist eine idiopathische Medianekrose. Aber ich hatte schon gesagt, bei der idiopathischen Medianekrose haben wir praktisch keine entzündliche Reaktion, zumindest primär nicht. Und hier haben wir eben jetzt, hier wäre wieder das Lumen, hier die Außenfläche und hier die Dissektion. Und hier haben wir dann eine dichte, bandförmige, entzündliche lymphozytäre Infiltration, hier bei stärkerer Vergrößerung, das sind Lymphozyten, ein paar Makrophagen, ein paar eosinophile Granulozyten. Und dieses Bild zeige ich Ihnen jetzt, um zu zeigen, dass nicht nur wir das beobachtet haben, aber in Japan hat man also offenbar einen einzelnen Fall schon für veröffentlichungswürdig empfunden und sie haben hier eben eine Aortendissektion nach der Messenger-RNA-Vakzination. Also wir sehen, wir jagen hier keinem Phantom hinterher. Und jetzt ist es nicht nur die Aorta betroffen, sondern eben auch andere Gefäße. Ich gehe da ganz kurz durch. Hier Arterie, also Nierenarterie. Sie sehen die Dissektion, also die Medianekrose hier. Milzarterie hier in der tiefen Media die Dissektion. Arteria carotis, also Halsarterie. Hier diese typische vakuoläre Degeneration mit entzündlicher Infiltration. Hier das Lumen. Hier die vakuoläre Degeneration, das ist kein ateromatöses Beet, das wären Nadeln, das sind zugrunde gegangene oder in Absterben befindliche Zellen. Dann hier wieder die Zerstörung der elastischen Lamellen, die Sie hier sehen, hier sind sie schon, da sehen Sie noch so Reste, wenn Sie genau hingucken, so ein Gegriesel. Und hier die Arteria vertebralis, hier hat der Pathologe sie aufgeschnitten, hier haben wir dann diese Region, hier sehen Sie die Dissektion und das wiederum mit entzündlichen Infiltraten, also eindeutig intravital entstanden. Und speziell im Gehirn haben wir dann diesen Aufbau, hier haben wir das Endothel, was wir schon mehrfach gesehen haben und dann hier diese elastische Lamelle und dann den konzentrischen Aufbau und wir kommen jetzt also zu den kleineren und mittelgroßen Arterien bzw. Arteriolen, wie wir sie nennen. Und auch da haben wir eben ausgedehnte Gefäßveränderungen und da speziell im Gehirn. Sie sehen hier, das ist Gehirn und Sie sehen hier eine Amyloidfärbung. Sie sehen hier das Lumen, hier sehen Sie die innere Wandschicht. Hier sehen Sie dann, da wo eigentlich die elastische Lamelle liegt, haben wir dieses schwarze Material. Und wir dachten auch erst, das ist eine Verkalkung. Also der hat eine fortgeschrittene Hirngefäßverkalkung, aber wenn wir dann eine Berliner Blaufärbung machen, dann sehen wir, dass das Eisen ist. Und dieses Eisen sind Residuen von Blut, von zerfallenen Erythrozyten. Und das Eisen hat sich hier an die elastischen Lamellen, die teilweise offenbar zerstört sind, angelagert. Und hier sehen wir jetzt sehr schön, das Schwarze sind die elastischen Lamellen. Hier sehen Sie dann die Kongo, also das Amyloidartige, eingelagert. Und Sie sehen hier diese kleine Hirnarterie, hat hier noch schöne hat schon hier erheblich zerstörte elastische Lamellen, aber hier fehlen sie vollkommen. Und hier sehen Sie, das ist ein Mikroaneurysma. Auch hier die eine Hälfte ausgedehnte Zerstörung und wie gesagt Blutresiduen und Blutungsresiduen. Und
bei der nächsten Blutdrucksteigerung kann das eben sofort platzen und dann zum Verbluten, zum Hirninfarkt führen, Hirnblutung führen, Massenblutung. Ja, jetzt haben mich Neuropathologen angeschrieben und haben gesagt, ja, das sehen wir aber häufiger mal, das ist eine Arteriosklerose und da kann es auch mal bluten bei der Blutdruckkrise. Gut, es mag so sein, ich bin kein Neuropathologe, aber ich will doch hier zeigen, dass das ein konstanter Befund bei uns ist, den wir in, ich glaube, 4 Fällen sehr ausgeprägt gefunden haben. Und wir finden es eben auch in anderen Organen, zum Beispiel hier in einer Schilddrüse, eine Arterie der Schilddrüse, also ein Abgang von der Karotis ja natürlich. Und da sehen Sie auch dieses schwarze Material, wo wir zunächst dachten, das ist Verkalkung und der hat eben eine fortgeschrittene Gefäßverkalkung. Aber wenn wir das färben, ist auch das eine Eiseninkrustation, also auch hier hat es geblutet und also Schilddrüsen habe ich genug in meinem Leben gesehen, im Gehirne nicht so viele, auch viele, aber nicht, also wie gesagt, ich bin kein Neuropathologe speziell, aber also dass das normal sein soll in der Schilddrüse, das möchte ich also bezweifeln. Und ja, in diesem Zusammenhang, wo wir jetzt bei den Veränderungen der Gefäße sind, komme ich nochmal auf das SADS zu sprechen, Sudden Adult Death Syndrome, plötzlicher Tod ohne konventionell fassbare Ursache. In der Regel spricht man dann, spricht der Pathologe auch nach der Obduktion, spricht man dann von rückogenem Herzversagen. Das ist natürlich bei über 50-Jährigen immer eine plausible Erklärung, bei unter 50-Jährigen kommt man da schon in gewisse Schwierigkeiten, das zu vertreten. Nun, es gab natürlich und gibt natürlich immer und plötzliche Todesfälle von Erwachsenen ohne fassbare Ursache. Was man aber, indem man aber hier von einem Syndrom spricht, will man natürlich sagen, das ist irgendwie in letzter Zeit gehäuft und das scheint irgendwie ein gemeinsamer Nenner da zu sein. Und genau das ist jetzt die Frage, was steckt dahinter? Zumindest ein Teil dieser Fälle können unserer Meinung nach erklärt werden durch die fokale Bedia-Nekrose der Koronararterien mit Schwellung und Lumeneinengung. Und das natürlich speziell bei jüngeren Patienten ohne Arteriosklerose, denn wer eine fortgeschrittene Arteriosklerose der Koronararterien hat, der hat auch schon gut ausgebildete Kollateralkreisläufe, während der Junge, ein junger Sportler zum Beispiel, der hat das nicht in dem Sinne. Und wir konnten dann eben hier Spike-Protein-Expression, T-Lymphozyten, Makrophagen und Myofibroblastenreaktion nachweisen, eine lymphozytäre Perivaskulitis und ein akutes Herzversagen, ohne eben, dass sich ein Infarkt im engeren Sinne manifestiert hat, also das, was man im Englischen als Acute Coronary Syndrome bezeichnet. Und ich zeige Ihnen jetzt wieder verschiedene Fälle, Sie sehen, Sie können auch die Fallnummern sehen, dass das nicht ein Fall ist, den ich mir fotografiert habe, sondern das haben wir wirklich bei sehr vielen Fällen beobachtet, ich will nicht sagen allen Fällen und mit und ohne Herz, dass das Herz wirklich die Todesursache war. Und hier sehen Sie solche typischen Veränderungen. Hier sehen Sie einen Längsschnitt durch eine Koronararterie. Und hier sehen Sie, das ist also in dem Fall ein 55-jähriger Mann. Hier ist jeweils, das sind die Daten dazu angegeben, damit Sie sehen, was dahinter steckt. Hier so ungefähr, das wäre die normale Wand der Koronararterie quergeschnitten und jetzt hier plötzlich dieses Beet und hier dieses Beet. Und da gucken wir jetzt gleich bei stärkerer Vergrößerung rein und da sehen Sie, das ist dieses, was wir als zystische Medianekrose eben bezeichnen müssen und was entscheidend ist, auch hier die entzündlichen Lymphozytären und Makrophagozytären Infiltrate. Hier ein anderer Fall, so dürfte die Koronararterie vor der Impfung ausgesehen haben. Leichte Sklerose hier im Intimabereich. Das ist jetzt ein
48 Jahre alte Frau, also auch ein Alter, wo eine Frau eigentlich noch keine nennenswerte Arteriosklerose hat, das wäre also hier altersentsprechend. Und jetzt einmal hier schon diese Dissektion, hier ist es aufgeschnitten gewesen. Und jetzt aber hier in der tiefen Media gelegen, diese bandförmigen Nekrosen. Hier ist die Intima und hier wäre, wenn es eine Arteriosklerose wäre, hier wäre diese Cholesterinnadel, da wäre dieser ganze adromatöse, lipidreiche Ablagerung zu finden. Und hier jetzt aber diese vakuoläre und teilweise schon bandförmige Nekrose und auch hier bei stärkerer Vergrößerung, das sind die zugrunde gegangenen Zellen. Und hier haben wir dann eben auch den Nachweis von Spike-Proteinen, hier die Nekrose und hier in der Umgebung, das sind die Myofibroblasten und auch einige Makrophagen. Und dann haben wir auch eine T-Zell-Infiltration, also T-Lymphozyten, die man normalerweise in der Arteriosklerose auch nicht findet, zumindest nicht in erheblichem Maße. Hier jetzt eine Koronararterie mit dieser Darstellung der elastischen Lamellen. Hier nochmal ein solcher Querschnitt. Hier wahrscheinlich die normale Struktur der Koronararterie und hier diese polsterförmigen Aufbrüche mit der tiefen Medianekrose. Und hier ein weiterer Fall, in dem Fall ist es eine alte Frau jetzt, wir haben da mal das CD31, also das Endothel nachgewiesen und hier sehen Sie, das ist das Restlumen und hier, auch hier haben wir praktisch keine Arteriosklerose, das wäre die normale Wand vorbestehend gewesen und hier jetzt, was Sie hier sehen ist, und das, deswegen haben wir es dargestellt, diese Neovaskularisierung, also da bilden sich dann neue Gefäße in diesen Nekrosen und vor allen Dingen auch hier in der Umgebung die Vasa Vasorum, die entsprechend hier von lymphozytären Infiltraten umgeben sind. Und hier ein weiterer Fall eines 54-jährigen Mannes, hier jetzt mit einer Thrombose. Und hier ist es jetzt wichtig, wenn das wurde zunächst von einem Pathologen obduziert und er sagte, ja, ist ja alles klar, der hat eine Arteriosklerose, der hat jetzt wirklich eine Arteriosklerose. Hier haben wir nämlich diese Verkalkungen auch. Das wäre alles Arteriosklerose und er hat einen Thrombus und er hatte eine Ablassung des Myokards, also Myokardinfarkt aufgrund einer arteriosklerotischen Thrombose. Der Koronararterie. Aber wenn man jetzt genauer hinguckt, und das kam dann erst bei der histologischen Untersuchung raus, also primär natürlicher Tod, Herzinfarkt, Koronarsklerose, Koronarthrombose. Und hier wurde aber jetzt eine Histologie gemacht, und wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man, dass hier in der Tiefe da Lymphozyten liegen. Ich hoffe, man sieht es. Und vor allen Dingen hier in der Umgebung des Gefäßes diese lymphozytären Infiltrate und also hier eindeutig dann die Verbindung mit, und hier wurde dann Spike-Protein nachgewiesen, eindeutig die Verbindung mit der Impfung als Ursache dieser tiefen Wandnekrose und hier eben der Thrombose und dann diese Ablassung im Myokard, da war zwar auch ein Alterinfarkt, aber es fand sich dann eine floride Myokarditis, die auch Spike-positive Elemente aufwies. Also im ersten Durchgang sozusagen natürlicher Tod, im zweiten Durchgang doch Assoziation mit der Impfung. Ja, weitere Hauptbefunde, die Myokarditis, da kann ich relativ schnell durchgehen, denn die ist ja inzwischen eigentlich international anerkannt. Es gibt sogar aus Deutschland eine Publikation hierzu, die allerdings keinen Spike-Nachweis geführt hat. Wir haben dann die Alveolitis, also die Entzündung der Alveolen, sogenannter diffuser alveolärer Schaden mit überwiegend lymphozytärer Pneumonie und dann die Lymphozytose außerhalb der lymphatischen Organe mit der möglichen Assoziation mit Autoimmunerkrankungen. Da haben wir von Lymphozyten-Amok gesprochen. Gut,
Ja, hier also die Publikation hier zu den ich glaube, 24 Fälle waren es und bei vier fand sich eine Myokarditis, die dann auch nachgewiesen wurde. Und auch wir konnten also jetzt zusätzlich noch das Spike-Protein nachweisen. Sie sehen hier, dass sowohl die Muskelzellen das Spike-Protein exprimieren, aber speziell wieder das Endothel, was hier so fein gezeichnet wie mit einem Feinliner. Und hier eben das entsprechende Nukleokapsid ist negativ und beweist damit den Zusammenhang mit der Impfung. Und hier jetzt eine kurze Kasuistik eines 22-jährigen Mannes, Leistungssportler, Schwimmer, 40 pro Woche 40 Kilometer geschwommen und nach der Impfung totales Leistungsunfähigkeit, er konnte nur noch im Bett liegen. Dann hat man eine Myokarditis klinisch festgestellt, ein Befund, der sich bei uns dann bestätigt hat. Und der Arzt hat irgendwann dann gesagt, also er würde nie wieder Leistungssport treiben können. Und das hat ihn so geschockt, dass er Selbstmord begangen hat. Und wir haben dann die Obduktion bekommen und Sie sehen hier zunächst einmal das rechte Herz und dieses hellere hier, das hellrote, das ist noch erhaltene Muskulatur und hier sehen Sie dann diese ausgedehnte Nekrose, teilweise schon in Organisation, also er hatte, das war 3 Monate nach der Injektion, hier dann lymphozytäre Infiltrate, das sind diese dunkleren Areale und im Übrigen, hier wurde auch von der Staatsanwaltschaft dann behauptet, das könnte eine schwere Arteriosklerose sein. Nun, es gibt natürlich auch bei 22-Jährigen, bei schweren Stoffwechselerkrankungen, Cholesterinstoffwechselstörungen, gibt es mal eine Arteriosklerose und Koronarsklerose, die zum Tode führt. Aber Sie sehen, die Gefäße hier sind eigentlich recht ordentlich. Und hier sehen Sie dieses ausgedehnte Areal. Typischerweise die postvakzinalen Myokarditis ist vorwiegend und primär im rechten Herzen und geht dann aber auf den linken Herzen über. Und hier haben Sie jetzt, das im rechten Herzen ist schon weitgehend abgeklungen und hier haben Sie jetzt aber im linken Herzen diese dichten lymphozytären Infiltrate, teilweise schon mit Destruktion hier von Muskelfasern. Und Sie haben dann von diesem Fall speziell hier die Spike-Protein-Darstellung sowohl in den Muskelzellen, in einzelnen Stärke und dann in den Gefäßen, hier die Negativkontrolle. Und auch bei diesem Patienten, der jetzt nicht an einer Koronarsklerose, also einem Infarkt gestorben ist und nicht an einem akuten SADS-Syndrom, aber auch hier haben wir in der Koronararterie dann diese fibrösen Intima-Beete gefunden, die also aus unserer Sicht eine Folge der Intima-Schädigung ist. Auch, und hier zeige ich jetzt sozusagen nochmal retrospektiv die Aorta. Auch in der Aorta hatte er eine erhebliche Entzündung und Destruktion der Endothelien hier mit positivem Spike-Nachweis. Und hier die Destruktion, hier der Nukleus. Kapsidnachweis negativ und man muss hier, und hier die Zerstörung der elastischen Lamellen in der Aorta. Also dieser Patient hatte eindeutig schwerste Gefäßveränderungen und man muss dazu sagen, dass er wahrscheinlich, wenn er nicht innerhalb einiger Jahre an der Myokarditis und den Folgen gestorben wäre, wäre hier auch eine Ruptur der Aorta unter Umständen drohend bestanden. Nun weiter zur Myokarditis, das war ein kleiner Fallbericht reingeschoben. So sieht ein klassischer Infarkt aus und der ist aber unter Umständen, wenn er nur schwach abgeblasst ist, kaum von einer Myokarditis zu unterscheiden, sodass man also jede Infarktdiagnose hinterfragen muss. Und wir können das histologisch unterscheiden, das ist ein klassischer Myokardinfarkt mit granulozytärer Infiltration. Und im Gegensatz dazu haben wir eben hier, so sieht das normale Myokard aus, haben wir dann bei Geimpften
diese hier aufmarschierenden Lymphozyten, das sind diese kleinen schwarzen Punkte. Und hier haben wir auch eine Destruktion von angrenzenden Lamellen. Hier, hier nochmal ein anderer Fall. Sie sehen hier diese Auflockerung und lymphozytären Infiltrate. Das ist also eine Myokarditis mit Destruktion von Muskelfasern. Hier, die lagern sich da auch schon so an. Dann haben wir typischerweise, natürlich machen wir da den Nachweis der ASD-Chloroacetatesterase, um die Granulozyten darzustellen. Da finden sich positive Zellen, aber das sind hier Mastzellen, die hier in Massen auftreten, weil die haben nicht die typische granulozytäre Konfiguration. Und wir haben uns lange gewundert, warum wir so wenig Mastzellen finden, weil in den Experimenten findet man bei der impfstoffinduzierten Myokarditis sehr viele Mastzellen beschrieben. Nun, der Grund ist relativ einfach. Die Mastzellen, hier noch eine intakte, die degranulieren. Und zwar sehr schnell, wenn sie ins Gewebe gelangen. Die werden dadurch verschiedene Lymphokine, was weiß ich, angelockt und geben dann eben wie kleine Molotow-Cocktails, geben sie hier Histamin, Heparin, Bradykinin frei und zerstören und lösen damit diese entzündliche Reaktion verstärkt aus. Bei stärkerer Vergrößerung hier nochmal, das ist die Mastzelle, die gerade anfängt sich zu degranulieren und die hier ist dann zerfallen. Dann haben wir eben auch hier im Herzmuskel die positive Markierung des Endothels und der inneren Wandschichten, hier ganz fokal ausgeprägt und unter Umständen eben tatsächlich fast praktisch verschlossene Gefäße, wie ich das schon mehrfach gezeigt habe. Da kommt also dann natürlich ein Sauerstoffmangel dazu. Und wir haben dann eben die merkwürdigsten Gefäßveränderungen. Hier wieder so ein komisches, also komisch in Anführungsstrichen, also was ich noch nie gesehen habe, so ein Intimabet bei einem 75-jährigen fibromatös, das ist kein atheromatöses Bet. Und hier so ein Mikrothrombus, der sich hier so im Bereich einer Endothelläsion in das Gefäß hineinwölbt und subtotal verschließt. Dann Markierung speziell der Zerstörten, hier ein nekrotisches Areal im Bereich einer Myokarditis, das sich deutlich spike-positiv darstellt. Hier diese zugrunde, hier noch die erhaltenen Muskelfasern und hier dann die zugrunde gehenden nekrobiotischen Muskelfasern. Und ich bin immer sehr empört, wenn Ärzte oder solche, die sich dafür halten, sagen, die Myokarditis, ja, aber die sind doch alle milde, die Verläufe. Also für mich gibt es keine milde Myokarditis. Das ist immer, also das Gehirn und das Herz, das sind die, ja, die Organe, wo es eigentlich nichts Mildes gibt, wo es immer ans Eingemachte geht, wenn die betroffen sind. Und diese Studie hier zeigt es eben, Spätfolgen einer Virusmyokarditis, und das ist die pathogenetischen her ist natürlich die Spike-induzierte Myokarditis, entspricht natürlich der Virusmyokarditis. Da ist eben die traurige Tatsache, viele sterben innerhalb von 10 Jahren. Gut, wir kommen zu den weiteren Hauptbefunden. Läsionen der lymphatischen Organe, Milz und Lymphknoten, da haben wir teilweise eine Entspeicherung, aber auch eine Aktivierung mit Pseudolymphombildung. Dann eine typische Läsion, die wir bei Autoimmunerkrankungen finden, die sogenannte Zwiebelschalenarteritis der Milzzentralarterien, Wanddefekte mit Follikelprolaps, Milznekrosen, Splenitis, Perisplenitis. Ich hatte schon von der Milztoxizität des moderner Impfstoffes gesprochen, Lymphnodeninfarkte, dann die unidentifizierten Objekte und schließlich malignen Lymphome. Hier zunächst ein Schnitt, wo in den Paraffinblock einmal Milz und einmal Pankreas eingelagert waren.
Und Sie sehen jetzt die Darstellung des Spike-Proteins, zeigt hier im Bereich des Pankreas praktisch einen negativen Befund. Wenn man genau hinguckt, sieht man hier so einzelne Gefäße, die offenbar das Endothel markieren, also eine Spike-Protein-Produktion des Endothels. Aber jetzt hier in der Milz massiv, also das ist hier ein Artefakt, das ist aber hier diese diffuse Anfärbung und speziell die Gefäße der Milz sind eben positiv und wir haben dann dieses Zwiebelschalenphänomen. Sie sehen auch hier diese Auflockerung in der Media, möglicherweise letztlich auch eine Nekrose und hier dann die Expression von Spike-Proteinen in diesen Gefäßen. Dann ganz groteske Zerstörungen der elastischen Lamellen, wie Sie das hier sehen und natürlich die Aktivierung und hier sehen Sie, dass die eigentlichen Lymphfollikel, also wo die B-Zellen, die Plasmazellen unter Umständen sozusagen induziert werden, da ist es negativ, aber in der parafollikulären Zone haben Sie zahlreiche Spike-Protein-exprimierenden Zellen. Dann gleichzeitig sehr häufig ausgedehnte Blutungsresiduen auch in der Milz und wie gesagt, wir haben einen Fall mit einer Milzruptur. Und hier jetzt dieses Phänomen, was ich vorher noch nie gesehen habe, eine kleine Arteriole, die hier perforiert ist und offenbar durch den Wachstumsdruck der proliferierenden lymphatischen Zellen hier schieben die sich in die zerstörte kleine Arteriole ein. Hier jetzt, das ist dieser Lymphknoten, der vergrößerte Lymphknoten mit 2,5 cm. Es macht in meinen Augen aus pathogenetischer oder pathologischer Sicht keinen Unterschied, ob ein Lymphknoten 2,5 oder 3,5 groß ist, aber gut, sei dem wie dem sei. Das haben wir noch als ein benignes Lymphom eingestuft, also ein sogenanntes Pseudolymphom, also eine Überstimulation, ein hyperinflammatorischer Zustand oder wie wir dann auch von einem Bilds von einem Lymphozyten-Amok sprechen, speziell wenn es außer lymphatische Organe betrifft. Hier dann durch die Überstimulation oder durch die Gefäßläsionen bedingt ein Lymphknoteninfarkt und ein seltener Fall hier eines malignen Lymphoms der Magenschleimhaut und zwar haben Sie hier die Magenschleimhaut, Sie sehen, die ist dicht infiltriert mit Lymphozyten, also alle diese dunklen Punkte sind Lymphozyten, aber hier ist so ein Gebiet, das ist ausgenommen und dort hat man dann ein malignes Lymphom nachgewiesen und zwar CD20 positiv, also ein malignes T-Zell-Lymphom, wo man eben eine Verbindung mit der Impfung zumindest vermutet, aber das Entscheidende ist, dass wir dann nachweisen konnten, dass nicht im Tumor selber, der ist negativ mit ein paar Infiltratzellen hier, aber der Tumor selber, also das maligne B-Zell-Lymphom hier ist negativ, aber die dichte Stroma-Reaktion fast ausschließlich lymphozytär, also die Infiltration, diese Zellen zeigen eine exquisite Expression des Spike-Proteins und man kann hier spekulieren, dass hier die Abwehrkraft oder die Abwehrkraft der Stroma-Reaktion gegen den entstehenden Tumor gestört ist durch die Spike-Protein-Sekretion. Hier ein wahrscheinlich Mesothelium nach Impfung aufgetreten, fraglicher Zusammenhang. Wir konnten auch hier auch im Tumor selber kein Spike-Protein nachweisen, aber im Stroma, also in der Stroma-Reaktion. Das ist leider etwas, was wir histologisch nicht lösen können, nicht beweisen können, wenn ein Zusammenhang besteht, weil die individuelle Schwankungsbreite im Verlauf von malignen Tumoren ist natürlich erheblich. Hier müssen die Epidemiologen etwas dazu sagen. Aber allgemein geht man schon davon aus, dass es hier zum sogenannten Turbokrebs kommen kann. Bestätigt hier auch von dem Pathologen Ryan Cole, mit dem ich inzwischen gut befreundet bin und mich austausche und auf den ich später auch nochmal zurückkomme.
Ja, wir haben das dann als Lymphozyten-Amok bezeichnet, oder das klinische Korrelat ist dann das hyperinflammatorische Syndrom, also die Lymphozytenakkumulation teilweise knotig in nicht-lymphatischen Organen, wo sie normalerweise nicht vorkommen. Ähnliches gibt es bei Morbus Wegener, bei der tropischen Splenomegalie und entsprechend bei einigen anderen. Nun hier in der Lunge, die Lunge ist normalerweise kein lymphatisches Organ und wir haben hier eine Lunge mit diesen multiplen knotigen Infiltraten in dieser Form und dieser Ausprägung sicherlich ungewöhnlich und nicht normal. Hier die spezielle perivaskuläre, hier ein kleines Gefäß und manschettenförmig darum herum die Lymphozyten, hier ein noch kleineres Gefäß, auch manschettenförmig. Dann tatsächlich auch Lymphfollikelbildung, also kleine Lymphknoten in der Lunge. Auch das ist zumindest extrem selten und wenn dann nur in zentralen Bereichen. Und wir können dann nachweisen, das sind überwiegend CD3-Lymphozyten. Und auch hier haben wir dann Spike-Protein-Nachweis in den Auskleidungen, das hatte ich vorhin schon kurz gezeigt, in der Lunge. Das übergehe ich jetzt mal. Dann haben wir allgemein eine Verstärkung von inflammatorischen Zuständen. Ich wurde von verschiedenen Zahnärzten angesprochen, dass sie beobachten, dass die apikalen Granulome sozusagen explodieren nach der Impfung. Und ich habe auch einen Fall dann zur histologischen Untersuchung bekommen. Nun, das sieht zunächst natürlich typisch aus, wie ein apikales Granulom eben aussieht, leicht angedeutet granulomatöse Formationen von Entzündungszellen, Bildung von Fasern. Aber wir haben dann eben die hier wieder überwiegend perivaskulär eine deutliche Vermehrung und Expression von Spike-Protein exprimierenden Zellen, die hier wahrscheinlich sozusagen den entzündlichen Prozess entsprechend fördern und beeinflussen. Dann haben wir lymphozytäre Infiltrate in der Leber. Das ist keine typische Hepatitis, sondern eben so eine knotige Infiltration. Wir haben hier den Fall einer Autoimmunhepatitis. Der auswärtige Pathologe spricht hier von einer medikamentös-toxischen Reaktion, dem Bild einer Autoimmunhepatitis sehr ähnlich. Nun, in Verbindung mit dem Nachweis von Spike-Proteinen kann man hier wohl doch davon sprechen, dass es sich um eine Spike-assoziierte Autoimmunhepatitis handelt. Wir haben diese Infiltrate in der Leber, im Nierenbecken, wie gesagt, lymphozytäre Infiltrate, keine Granulozyten wie bei einer normalen Nierenbeckenentzündung. In der Prostata hatte ich schon gezeigt, im Hoden hatte ich es schon gezeigt, dass es hier im Hoden auch wieder die typische hier das kleine Gefäß und perivaskulär wie so eine Manschette drumherum die Infiltrate und dann die positive Reaktion für Spike-Proteine. Dann ganz ungewöhnlich Infiltrate in der Dura Mater, also in der harten Hirnhaut. Hier das normale Bild, hier diese lymphozytären Infiltrate bei einem Patienten, der an einer Hirnblutung auch verstorben ist, aber das ist ein separater Befund. Dann Häufung von Veränderungen, wie wir sie bei Autoimmunerkrankungen finden. Also auch diese Zahlen beziehen sich jetzt nur auf 20 Fälle. Also Schilddrüse, Speicheldrüse, Aorta hatte ich schon gezeigt. Haut zeige ich dann ausführlich. Und schließlich Hoden und Dura Mater hatte ich auch schon gezeigt. Wir haben insgesamt eine Hashimoto-artige Thyreoiditis in 5 Fällen gefunden, was bei dem Kollektiv sicherlich eine deutliche Vermehrung ist. Das Sjögren-Syndrom, also eine Autoimmunerkrankung, Aggressionserkrankung der Speicheldrüsen in 4 Fällen und einen atypischen lichten Planus mit Vaskulitis in 4 Fällen. Nun, das wäre ein Sjögren-Syndrom und hier sehen Sie diese knotigen Infiltrate aus Lymphozyten, die eben da typisch sind. Das ist die Thyreoiditis, lymphozytäre, multilokuläre Thyreoiditis. Sie sehen hier die lymphozytären Infiltrate, immer durch die Häufung von
Lymphozyten und hier sogar angedeutet eine Lymphfollikel-Keimzentrumsbildung. Nun, auch das ist ein Befund, der durch verschiedene inzwischen internationale Publikationen bekannt geworden ist. Hier die Schilddrüsenproblemen mit Autoimmunantikörpern nachgewiesen berichtet. Nun, ich komme zur Haut. Auch das hat sich jetzt deswegen als sehr wichtig erwiesen, weil die Haut ja einer Biopsie zugänglich ist. Und entsprechend können hier und kriegen wir jetzt vermehrt kleine Stanzzylinder oder kleinste Exsudate aus der Haut mit der Frage Impfnebenwirkung. Und wir haben hier also eine 43-jährige Frau, die Probleme am Arm hatte, und Sie sehen hier diese Vaskulitis, positive Reaktion. Wir haben es hier gegenübergestellt, das ist also der Spike-Nachweis und das ist der Nukleokapsid-Nachweis, also eindeutig auch eine Impffolge. Hier die sehr ausgeprägten Veränderungen beim 22-jährigen Mann, der sonst vorher eine völlig normale Haut hatte, und hier nochmal ein anderer Aspekt, und diese nicht sehr schönen histologischen Schnittpräparate zeigen hier, dass die, also die sind von auswärts, zeigen, dass hier die Haut eine Blasenbildung aufweist, und speziell im Basalbereich, das kann man hier vielleicht nachvollziehen, kann man dann eine spezielle Markierung mit Spike-Proteinen nachweisen, also offenbar eine Spike-Protein-induzierte Autoaggression gegen Basalzellen. Das ist ein Charakteristikum des Lichen Ruberplanus. Aber in Ergänzung finden wir dann eine Vaskulitis, hier CD3-positive Lymphozyten. Deswegen sprechen wir von einem atypischen Lichenplanus, also weil wir neben der Basalzelldestruktion, Blasenbildung auch eine Vaskulitis haben. Und hier ein solcher Fall mit einer Vaskulitis und dann auch Eisenablagerung. Man spricht dann auch von einer leukozytoklasischen Vaskulitis der Haut. Ja, ich komme jetzt zu einem besonders tragischen Fall einer 35 Jahre alten Frau. Zwei Impfungen mit Comirnaty, zwei Wochen nach der zweiten Impfung auftreten schwerer Nebenwirkungen und massiver Hautläsionen. Vorher völlig gesund, ganz normale und schöne Haut. Also dann bekam sie Ausschlag, Quaddeln, Bläschen, und sie schreibt dann: meine schöne Haut voller Flecken, mein Sexualleben, hier lasse ich mal was weg, weil ich mich nicht mehr ausziehe. Ich liebe das Meer, das wurde mir auch genommen, da ich keinen Bikini tragen möchte. Vor dieser Krankheit ging es mir sehr gut. Es kann nicht sein, dass ich auf einmal Panikattacken bekomme und ohne irgendwelche Probleme. Also natürlich kommen solche Hautläsionen dann, führen auch zu psychischen Problemen. Und Sie haben hier also diese Läsionen, die praktisch die ganze Haut bedecken bei dieser Frau. Und anderer Aspekt hier. Und wir haben da eine histologische Probe von bekommen, und wir haben hier dieses bandförmige lymphozytäre Infiltrat direkt unter der Basalzellschicht. Das wäre typisch für einen Lichen Planus, aber wir sehen schon hier auch, dass die kleinen Gefäße betroffen sind, und das ist nicht typisch. Und hier sehen Sie jetzt, das sind keine Erythrozyten, sondern das sind hier zerstörte Basalzellen, hier die Lymphozyten, also eine Autoaggression, und wir haben dann das Spike-Protein, hier die Basalzellen, Sie sehen diese vakuolären, degenerierten, zugrunde gehenden Zellen, und hier auch die Markierung des lymphozytären Infiltrats. Und dann die ausgeprägten lymphozytären Infiltrate in der Tiefe. Ja, jetzt bleibt uns eigentlich noch ein wichtiges Organ übrig, das noch schon mehrfach erwähnt wurde, und zwar das Gehirn. Da haben wir einmal die transfektionsassoziierte Enzephalitis, dann die lymphozytären Infiltrate und Destruktion von intrazerebralen Gefäßen. Auch das ist schon angeklungen. Dann aber die ausgedehnten Massenblutungen, Subarachnoidblutungen mit oder ohne Aneurysma und fokale lymphozytäre Infiltrate in der Duromata, hatte ich schon gezeigt.
Und hier sehen Sie nochmal im Schema, also die Haut, der Knochen und dann eben, wir haben hier die Wirkungen des Spike-Proteins in der Dura Mater, wir haben es in der Arachnoidea und wir haben es im eigentlichen Gehirn. Und dies hier, ein 29 Jahre alter Mann, der an einer Subarachnoidalblutung verstorben ist, ohne dass ein Aneurysma festgestellt wurde. Offenbar ist diese Blutung diffus an mehreren Stellen stattgefunden. Und hier haben wir ein kleines Gefäß mit der Auflockerung und diesen lymphozytären Infiltraten. Und hier eine Übersicht, das ist derselbe Fall. Hier sehen Sie diese entzündlich veränderten Gefäße. Hier die Blutung, das ist eine Hirnfurche mit der Blutung unter der weichen Hirnhaut. Und bei verschiedenen Fällen, die wir dann untersucht haben, haben wir eben hier Spike-Protein-exprimierende Zellen in der, vor allen Dingen in der Umgebung von Gefäßen nachgewiesen, immer die braunen Markierungen hier. Und verschiedenste, hier auch Mikrotrompen, das sind alles verschiedene Fälle jetzt, also sehr ausgedehnte Gehirnveränderungen eigentlich bei allen Fällen, die wir untersucht haben. Hier die Eisenablagerungen wieder um ein kleines Gefäß. Und hier sehen Sie, dass es jetzt eine schwächere Vergrößerung ist. Und Sie sehen alles, was hier so, ja, man kommt, es kommt hier nicht so raus, aber hier ist eine diffuse Ablagerung von diesem blauen Material, was also Eisen ist. Hier sind also kleinere, rezidivierende, immer wieder auftretende Blutungen zu beobachten. Hier bei stärkerer Vergrößerung kommt es vielleicht ein bisschen besser raus, hier blau. Das sind also Residuen von Blutungen und manchmal ist es ganz diskret, also man muss danach suchen, aber wir haben es praktisch in allen Fällen gefunden. Hier ein kleines Gefäß mit dieser kleinen Residue einer Einblutung, hier dann diese amyloidartigen Ablagerungen in den kleinen Gefäßen des Gehirnes und jetzt kommt ein Befund, der wieder sehr beunruhigend ist, nämlich vor allen Dingen in der Umgebung von kleinen Gefäßen finden wir dann bei der Kongo-Rotfärbung diese Amyloid-Ablagerungen globulär. Und das ist ein Befund, den man eben hier, ein Befund, den man bei der Alzheimer-Erkrankung findet. Das sind die typischen Amyloid-Ablagerungen, die Plaques, die Alzheimer-Plaques. Und auch hier gehen vielleicht ein Teil der Persönlichkeitsveränderungen, die meistens vorübergehend sind, aber manchmal auch fortbestehend, manchmal auch dann mit zum Tode durch andere Ursachen führen, sind dadurch vielleicht zu erklären. Zumindest Covid-19 wurde ja mit dem Auftreten von Alzheimer's Disease assoziiert und es ist natürlich zu erwarten, dass dann die Impfung, die ja mit sehr viel höheren Spike-Protein-Konzentrationen einhergeht, dass das natürlich zu ähnlichen Folgen führt. Und hier wieder eine kleine Kasuistik dazu. Ein Mann, 71 Jahre, einmal Comirnaty, tot dann 31 Tage nach der Impfung. Aber entscheidend ist, am Impftag wurde er um 11.19 Uhr, das ist genau registriert, geimpft und die Ehefrau berichtet dann, dass er am Abend der Impfung, am frühen Abend saßen sie vor dem Fernseher und während der Unterhaltung mit seiner Frau hat er plötzlich verwirrt gesprochen, daraufhin diese ihn fragte, was ist mit dir, woraufhin er mit dem Kopf schüttelte, offenbar kurzfristig nicht mehr sprechen konnte und in den nächsten Tagen hat er sich dann erholt. Das ist also wichtig, sowas kann also solche Gefäßveränderungen können wieder repariert werden. Aber am 31. Tag dann war er wieder so weit hergestellt, dass er mit seiner Frau bei der Waldarbeit war, also offenbar auch relativ schwere Arbeit, Baumfällen und so weiter. Dann haben sie sich in einer Pause ins Auto gesetzt, um Kaffee zu trinken und da ist dann der Sekundenherztod eingetreten, wohl mit großer Sicherheit durch eine rezidivierende Hirnblutung. Und hier sehen Sie diese eindrucksvollen Veränderungen, das war der Fall, wo wir eigentlich darauf aufmerksam geworden sind.
hier eine Arteriole des Gehirnes, Sie sehen hier noch ein Restlumen, Sie sehen dann die Intima, keine nennenswerte Arteriosklerose, dann in der Media, eben da, wo ich immer wieder beschrieben habe, dass es zu Nekrosen kommt, dieses schwarze Material. Ich wusste erst auch nicht, was das ist und dachten, auch wir dachten, ja, Verkalkung, der hat eine fortgeschrittene Verkalkung, aber nein, das ist alles Eisen, also bei dem hat es wahrscheinlich noch am Tag der Impfung zu einer kleinen intravasalen, also in die Gefäßwand stattfindenden Blutung geführt und ja, 31 Tage später kam dann der tödliche Schub. Ja, dann ganz kurz noch, ich glaube, so langsam muss ich zum Schluss kommen, oder geht es noch? Also, gut, also kommt noch die Frage der Hypophyse. Und ich glaube, hier brauche ich nicht zu erläutern, dass die Hypophyse für das endokrine System ungefähr das ist, was das Herz für den Kreislauf und das Gehirn für das Nervensystem ist, also die Zentrale. Die liegt ja auch an einem besonders geschützten Ort im Gehirn untergebracht, weil das Endokrinium ja doch sehr wichtig ist und das wirkt eben auf die Schilddrüse, Hoden, Ovarien, Nebennieren und so weiter. Und hier ist so eine Hypophyse, die hat einen Stiel und hat dann einen Vorderlappen und einen Hinterlappen. Das ist hier. Und wir haben dann aber kleinherdige Nekrosen gefunden und uns ist dann aufgefallen, und das ist sehr, hier haben wir dann diese partielle Nekrose in einem Fall. Und seitdem sind wir eigentlich skeptisch geworden, was ist denn eigentlich mit den Fällen? Und dann haben wir festgestellt, dass wir effektiv von den jetzt fast 80 Fällen, haben wir nur in 8 Fällen die Hypophyse zur Untersuchung bekommen. Also die und mehrere rechtsmedizinische Institute haben ausdrücklich konstatiert, die Hypophyse wurde nicht entnommen. Das heißt, sie wurde offenbar auch gar nicht angeguckt. Also es ist für mich unbegreiflich. Und wie gesagt, wir konnten hier, nicht nur wir konnten hier in einem Fall eine partielle Nekrose nachweisen. Und das würde natürlich, diese Veränderung der Hypophyse würde natürlich viele endokrinologische Veränderungen, also Blutungsstörungen bei der Frau und so weiter, erklären. Und es gibt also nur wenige Pathologen, die tatsächlich hier die Hypophyse in diesem Fall bei echt Viruserkrankten untersucht haben. Und die haben auch eine Nekrosen dort festgestellt. Aber jetzt das Erschreckende, ich bin dann mal durch die Literatur gegangen. Wie oft wurde bei den in der Literatur publizierten Fällen von Covid-Infektionen oder von induzierten möglichen impfassoziierten Todesfällen wurde die Hypophyse untersucht? Und hier haben wir international nach der echten Infektion 24 Publikationen mit 506 Fällen. Die Hypophyse wurde kein Mal untersucht. Ausnahme ist jetzt, das ist gerade jetzt erst erschienen von Herrn Säger, Fitze, Herrn Püschel nebenbei auch, die haben tatsächlich mal 63 Fälle untersucht und einmal eine Nekrose festgestellt, immerhin. Aber ich frage mich, was hat es mit der sogenannten, immer wieder geforderten Peer-Review-Veröffentlichung zu tun, wenn hier bei diesen 24 Publikationen nicht einmal beanstandet wurde, ja, wieso wurde denn die Hypophyse nicht untersucht? Die gehört zu einer Obduktion dazu. Was anderes gibt es nicht. So habe ich es gelernt und das ist immer noch gültig. Jetzt nach der Impfung haben wir international 3 Publikationen, 39 Fälle Hypophyse, 0-mal untersucht. Reutlinger Studie, 80 Fälle, 9-mal Hypophyse, 2-mal Nekrosen. Klinischer Befund, 2 Lebende, und es gibt dann Publikationen 2-mal von Lebenden, die angeblich eine Partialnekrose hatte und einmal eine Nekrose eines Hypophysenadenoms. Also das ist ein interessantes Feld und hier ist sicherlich noch einiges zu tun. Ich komme langsam zum Resümee, wobei ich einen Punkt überspringen werde, aber jetzt zunächst einmal: Was ist das Resümee? Makroskopische Beurteilung alleine, aufgrund der Makroskopie kann man keine endgültige Diagnose bei diesem neuen Krankheitsbild des Post-Vaccin-Todes stellen.
nur die histologische Untersuchung von Organen und Gewebe und wir haben eben neue komplexe Schädigungsmuster, sehr häufig und mit unterschiedlicher Relevanz als todesursächliche Mitfaktoren. Es ist nicht immer nur die Impfung die Todesursache, aber es ist eben sehr häufig eine sehr wichtige ein wichtiger Faktor und es bleibt eben anzumerken, die Patienten sind ja nicht ein Jahr vorher gestorben an ihren bestehenden Erkrankungen und sie wären vielleicht 2 Jahre später gestorben, aber sie sind eben tatsächlich, was weiß ich, 2 Wochen nach der Impfung gestorben und sie hätten sich wohl in der Regel auch nicht impfen lassen, wenn sie sich krank gefühlt hätten. Ausnahme natürlich diese Massenimpfungen in den Altersheimen, wo man ja praktisch die Leute aus ihren Betten rausgeholt hat, da kann man das nicht sicher sagen. Ja, schwere akute Nebenwirkungen und Todesfälle möglicherweise durch Impftechnik bedingt. Wenn es gewünscht ist, kann ich dazu noch ein paar Ausführungen machen. Ich wollte es sonst weglassen, aber das müssen Sie dann entscheiden. Dadurch könnte man das sogenannte Impfparadox erklären, nämlich dass ja Millionen, wenn nicht Milliarden mit nur wenig Nebenwirkungen die Impfung bisher zumindest überlebt haben und einige schwere Fälle eben tatsächlich tödlich enden. Ja, aber es bleibt natürlich immer wieder die Frage, sind die akuten schweren Nebenwirkungen nur vorgezogene Langzeitwirkungen, die später dann mal alle Geimpften treffen werden und auch das kann niemand heute beantworten. Ja, gut, soll ich noch über die Gefäße berichten? Also, wir haben, wie gesagt, ich hatte am Anfang gesagt, ich gehe auf die echten Fremdmaterialien, die wir gefunden haben, in wenigen Fällen nicht ein, aber hier also ein typisches Fremdmaterial, welches wir in der Bilz gefunden haben, in einem Blutgefäß und was möglicherweise eine Verschmutzung darstellt des Impfstoffes, der eben direkt dann in die Gefäße injiziert wurde. Und wir haben also diese Impfstoffe dann untersucht, das habe nicht ich gemacht, sondern das ist eine Massenspektrometrie hier. Und Sie sehen, was man da alles findet. Ich zeige nur kurz die wissenschaftliche Grundlage, wie gesagt, das stammt nicht aus meiner Feder, aber hier die Zusammenfassung, die mir der Physiker gegeben hat, der das durchgeführt hat. Also bei BioNTech und Moderna finden sich metallische Objekte, Silikon, Aluminium, Calcium, Magnesium, Eisen, Kobalt, Chrom, Titan, dann glasartige Objekte, Partikel, die nur aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehen, fraglich Graphenoxid, das wird im Moment heiß diskutiert. Die meisten verneinen, dass Graphenoxid da ist, aber ganz sicher bin ich nicht. Ja, und diese Objekte waren bei BioNTech größer und häufiger zu finden. Bei Moderna dann zusätzlich seltene Erden, Cerium, Neodym, Latran und fadenförmige Elemente mit Chrom und Schwefel. Bei Janssen, Lubevax und Inclus mit Tetra bisher keine nachweisbaren Verunreinigungen, muss sagen, bisher, das sind auch weniger Proben natürlich. Ja, und jetzt kommt das Problem, also wir haben diese verschiedensten, nicht ganz harmlosen Bestandteile der Impfung und jetzt hat die WHO und von der STIKO wurde das übernommen im Jahre 2016, wie ich meine, völlig unverantwortlich und angeblich aufgrund evidenzbasierter Ermittlungen folgendes Dekret erlassen, die Blutgefäße, also man brauche nicht mehr aspirieren und wenn ich das richtig gesehen habe, in hunderten von Fernsehberichten, ich habe immer geguckt, wurde aspiriert? Nein. Und das wurde eben von der WHO gesagt und von der STIKO, man braucht nicht aspirieren. Die Gefäße an den Körperstellen, für die Injektion von Impfstoffen empfohlen sind, Musculus lateralis und deltoides und in Reichweite der Nadel liegen, sind zu klein, um eine versehentliche intravenöse Gabe zu ermöglichen.
Berichte über Verletzungen von Patienten aufgrund von erlassener Aspiration gibt es nicht. Also das ist natürlich, ich habe diese evidenzbasierten Empfehlungen nicht gefunden. Ja, und wir haben das einmal nachgeprüft, ob diese Gefäße wirklich so klein sind. Und zunächst einmal, wenn wir uns das hier anschauen, das ist ein Musculus deltoideus bei einem erwachsenen 28 Jahre alten Mann. Und Sie sehen, das sind schon ganz schön große Gefäße, die dort sind. Das ist der Muskel, das ist das Fettgewebe. Und hier ein anderer Ausschnitt, das haben wir also auch vermessen. Und jetzt haben wir hier die Nadel, eine typische Impfnadel, da drauf gelegt. Das ist also das haben wir hier nicht eingezeichnet, sondern das ist also wirklich so fotografiert. Und Sie sehen hier dieses Gefäß, da passt die Nadel ohne weiteres rein. Und hier auch, das ist ein anderer Ausschnitt. Und da gibt es jetzt verschiedene Angaben von erfahrenen Ärzten, die Impfungen durchführen. So ein Erfahrungswert liegt bei 5%. Allerdings ein Kinderarzt sagte mir, dass er bei 2 von 5 Kindern Blut aspiriert. Weiß nicht, ob er da eine spezielle Technik hat. Auf jeden Fall hier dieses 5%, das kann man wohl mal so hinnehmen. Und das ist eben die Ursache, eine fragliche Ursache von Makro- und Mikroembolien. Ja, und das haben wir auch auf der Pathologiekonferenz am 20.09. und 4.10. muss das, 4.12. muss das sein, Entschuldigung, konstatiert. Und oh Wunder, im Februar danach, also im Dezember, wir haben es zweimal präsentiert und im Februar dann des darauffolgenden Jahres, also das war dann 22, Entschuldigung, diese Pandemie geht ja jetzt schon so lange, dass man langsam die Jahre verwechselt. Also im Februar 22 hat dann die STIKO reboziert und gesagt, man soll doch aspirieren. Das ist aber offenbar bei der Ärzteschaft kaum angekommen. Also im Ärzteblatt war eine kleine Notiz, ungefähr so groß, das hat kaum jemand bemerkt. Da fehlt dir das Zusatzhonorar. Ja, ich meine, der Sinn war natürlich tatsächlich, dass man so viele Impfungen wie möglich in der kleinstmöglichen Zeit applizieren kann. Gut, also da hat dann, und das ist schon interessant, dass es dann hieß, nur bei den Messenger-MR-Impfungen ist die Aspiration empfohlen, bei den anderen nicht. Also bei den normalen, konventionellen, herkömmlichen Impfungen nicht. Im Grunde gibt man doch damit schon zu, dass es sich hier um ja, eine besondere Impfung handelt, eben nicht um eine Impfung. Gut, aber interessant ist dann auch, was hat man als Begründung genannt? Man hat natürlich nicht gesagt, die Pathologiekonferenz hat darauf hingewiesen, dass man da in ein Gefäß reinkommt, sondern man hat dann eine Publikation aus Japan vom 18. August 21, also man hat über ein halbes Jahr gebraucht, bis man das im Februar dann zur Kenntnis genommen hat. Diese Publikation hat man rausgesucht und die hat eben herausgefunden, dass bei intravaskulärer Injektion von Messenger-RNA-Vakzinen eine Myoperikarditis bei Mäusen häufiger auftritt. Und das ist der Grund, warum man, der angebliche Grund, warum man das gemacht hat. Ja, das kann ich überspringen. Ja, und jetzt kommt eben hier, das ist dann am 18. Februar, wurde das reduziert und dann auch wieder Berichte, wonach Patienten aufgrund einer fehlenden Aspiration verletzt worden sind, lägen nicht vor. Das sind einfach so Behauptungen, die werden in den Raum gestellt. Es ist unglaublich. Also wir haben diese Läsionen, ja, hier sehen Sie es. Das ist eine zerstörte kleine Arteriole im Gefäßbereich, hier bereits eine Anlagerung von Granulozyten, also beginnende Thrombusbildung. Ja,
Und was ist eigentlich das Resümee, was man daraus ziehen kann? Eine absolut sichere, rein intramuskuläre Injektion ist eigentlich gar nicht möglich. Eigentlich nur nach Freilegung und Präparation des Muskels. Also, und ohne Präparation ist das eben ein russisches Roulette. Das ist zwischen 1% und 0%. Zwischen 1% und 100%. Warum nicht 0%? Weil ein kleiner Teil geht immer in die Gefäße, also in die kleinsten Gefäße. Also 1% ist es mindestens. Ja, und das will natürlich keiner machen. Also da würden unsere Impfstraßen dann bald ad absurdum geführt. Ja, und damit komme ich also zum Ende. Ja, das ist eine Karikatur, ein Cartoon, der vor Jahren einmal gemacht wurde und der eigentlich ganz anders gemeint war, der eigentlich als Scherz gedacht war, aber der ist bittere Wahrheit geworden. Also an mich werden jetzt ständig und an einige andere wenige Pathologen werden jetzt ständig entsprechende Untersuchungs- und Fragestellungen gestellt. Und da hat ein, wie gesagt, das ist bittere Wahrheit geworden. Und ich kann nur die hier in Anführungsstrichen evidenzbasierte Prognose abgeben. In den nächsten Monaten und Jahren werden viele Patienten vom Pathologen behandelt werden müssen. Es ist einfach eine Perversion, wenn Patienten nicht die Beratung beim klinischen Arzt, sondern beim Pathologen suchen müssen. Und ein Ärztekammerpräsident, bei dem ich diese Äußerung mal gemacht habe, der hat dann gesagt, ja, aber Sie als Pathologe sind doch auch Arzt. Ja, natürlich bin ich Arzt, aber es ist eigentlich nicht meine, also das ist eine Perversion, möchte ich behaupten. Gut, ja. Zeitweise habe ich also bis zu 20 Telefonate pro Tag bekommen. Jetzt ist es wieder etwas abgeklungen, dafür kommen dann die Präparate. Die erste Phase war, das hatte ich schon gesagt, waren es die Angehörigen von Verstorbenen, die eben Zweifel an der natürlichen Todesursache haben. Also solche Zweifel wurden natürlich runtergebügelt von den Ärzten und die natürlich auch keinen Interesse daran hatten, dass die Impfung an Tod eine Rolle gespielt hat. Aber im Grunde genommen ist das das, was die WHO als verbale Autopsie bezeichnet. Das heißt, die verbale Autopsie, das werden Sie noch nie gehört haben, aber da gibt es eine Empfehlung der WHO, wenn man also epidemiologische Erhebungen machen will und nicht die Bevölkerung gesamthaft obduzieren kann, dann muss eben ein Fachgremium die Umwelt und die Umstände des Todes eruieren. Das findet bei uns natürlich nicht statt. Da müsste man eigentlich sich zusammensetzen, die Angehörigen, eben die dies Zweifel geäußert haben, und dann müsste man Strichlisten führen, was wann stattgefunden hat. Gut, in der zweiten Phase kamen dann lebende Geschädigte. Immer wieder der Arzt sagt keinen Zusammenhang mit der Impfung, und dann, also die immer wieder tatsächlich wiederkehrende Wendung war dann, mit den Ärzten kann man ja nicht reden. Also ich meine, das ist eigentlich das Schlimmste, was man von Ärzten sagen kann. Das Allerschlimmste. Die dritte Phase, Praxisangestellte und Arzthelferinnen wenden sich, eine sagte wörtlich, sie sei bei einem Impfwüterich. Nach der Freitagsimpfung, also die immer so 30 oder 40 Patienten beinhaltet, nach der Freitagsimpfung in der nächsten Woche habe es 5 Todesfälle gegeben, aber alles sei ja Zufall. Dann wurde auch und wird nach wie vor vom unwürdigen Umgang mit den Patienten gesprochen. Also bis zur Überweisung in die Psychiatrie. Und wir können eben tatsächlich in so vielen Fällen dann doch organische Ursachen finden. Also auch die Wesensveränderungen, da haben wir ja die Veränderungen im Gehirn, die ich gezeigt habe. Und jetzt kommen aber auch einige Ärzte, die sich an mich wenden und die eben sagen, es sei nicht mehr zu ertragen, der Druck der Ärztekammer
zu konformer Impfdoktrin sei ganz erheblich und sie würden diskriminiert und würden sich nicht mehr wohlfühlen. Ja, das war die Situation nach der ersten Pathologiekonferenz. Da saß ich also dann zunächst damals noch alleine und alle fielen über mich her und sagten, alles unwissenschaftlich. Und eben dann kam also der Ruf Wissenschaft bitte, also ich meine, ich obduziere seit 40 Jahren und habe etwa 40.000 Obduktionen nicht selber gemacht, wohlgemerkt, sondern mitbeurteilt oder abgeschlossen oder was weiß ich. Und ich schätze 600.000 Biopsien untersucht und kein bekannt gewordenes Fehlurteil dabei. Gut, aber sei es drum. Also dann war ich zunächst alleine, jetzt habe ich auch ein paar Kollegen, die mitmachen. Also der Herr Lang macht mit, der Herr Schwarz macht mit. Und hier sind wir also lokalisiert in der Markthalle in Reutlingen. Und das überspringe ich mal im Moment. Erfassen von Impfnebenwirkungen mit Todesfolge, also ja, Totenscheineingabe ohne verpflichtende Angabe zum Impfstatus sind sowieso wertlos, sowieso die Totenscheinangabe. Ich habe ja viele Jahrzehnte die zweite Leichenschau vor der Kremation gemacht und kann nur sagen, es ist ernüchternd, was man da erlebt. Also wenn man da mal irgendwie was beanstandet, wird man also eher auch als Schwurbler schon damals klassifiziert. Ja, die Betroffenen und die Angehörigen verschweigen aus Betroffenheit. Bei behandelnden Ärzten und involvierten Staatsanwälten, diese sind nicht motiviert und die Dunkelziffer liegt sicherlich erheblich. Also wenn Sie nur mal etwas Vergleichbares sehen, bei meldepflichtigen Geschlechtskrankheiten geht man von einer 90-prozentigen Dunkelziffer aus. Also ich würde hier auch eine entsprechende Dunkelziffer annehmen. Obduktionen in rechtsmedizinischen Institut ohne Histologieuntersuchung sind methodisch a priori ungeeignet und Obduktionen an pathologischen Instituten werden teilweise verweigert. Oft fehlt die Kenntnis neuer Krankheitsmuster. Meist enden sie bei der Plausibilität und die Plausibilität ist eben bei über 50-jährigen rhythmogenes Herzversagen und bei unter 50-jährigen irgendeine angeborene Stoffwechselkrankheit, die man nicht mehr definieren kann oder will. Ja, eine fachübergreifende Obduktion und Auswertung durch Rechtsmediziner und Pathologen gemeinsam mit obligater histologischer Untersuchung aller Organe und Läsionen ist bei dieser Fragestellung der einzig vertretbare Weg und ich weise hier auf die Hypophyse hin. Und auch noch das, ich meine, das sah ich auch gerade vor kurzem im Ärzteblatt, Gentherapie nur noch im Rahmen von Registerstudien, ja, was ist mit der Covid-19-Impfung? Das ist eine Gentherapie, zwar eine prophylaktische Gentherapie, aber deswegen trotzdem, ich meine, wenn ich Aspirin schlucke, ist das eine Therapie, auch wenn ich nicht krank bin. Also, ja, und das ist dann, glaube ich, ja, das Schlusswort. Ryan Cole, mit dem ich mich in Wien, in Stockholm jetzt getroffen habe und mit dem ich im Austausch stehe, der einer der wenigen Pathologen in den USA ist, der hier eine kritische Sicht hat, der hat mir also aus der Seele gesprochen, als er eben dies sagte bei einem gemeinsamen Interview. Würdet ihr nur 1% von dem sehen, was ich sehe, wäre sofort Schluss mit der unverantwortlichen Impferei in Anführungsstrichen. Ja, und das ist auch unser Resümee. Ich kann nur sagen, würden Sie nur 1%, und ich habe Ihnen hier einige Prozent jetzt doch gezeigt, wenn Sie das zur Kenntnis nehmen, es ist einfach unverantwortlich, was da passiert. Es hätte sofort gestoppt werden müssen. Allein der Begriff Milztoxizität in einem Experiment mit einem Medikament, was auf so breiter Basis verimpft werden soll oder gespritzt werden soll,
es ist einfach nicht zu fassen. Und ich meine letztlich die Übersterblichkeit, also da, auch da kann ich nur den Kopf schütteln, was da alles, also geänderte Lebensentwürfe und ähnliches, Überhitzung und dann wieder Unterkühlung, also irgendwas muss da dran sein, also zumindest hat es noch niemand plausibel erklärt, woher die Übersterblichkeit kommt. Ich kann natürlich dazu nicht Stellung nehmen, ich kann nur sagen, es gibt mit Sicherheit impfassoziierte Todesfälle und es gibt mit Sicherheit impfassoziierte schwere Nebenwirkungen bei Lebenden an verschiedenen Organen, Autoimmunerkrankungsauslösung oder Erschwerung zumindest. Und ich habe vor allen Dingen ja auch die Hautveränderungen gezeigt. Also das sind Dinge, da kann man einfach nicht schweigen. Ja, das war jetzt ein Parcours-Ritt durch die Pathologie. Ich hoffe, das Wesentliche ist angekommen, auch wenn Sie natürlich alle nicht Spezialisten sind in der Histologie. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Können, ist, ob diese Zellen tatsächlich das Spike-Protein selber produzieren oder ob sie es selektiv aufnehmen. Das können wir nicht unterscheiden. Wir können nur sagen, es ist dort zu finden. Deswegen sprechen wir von Expression. Ja? Michael. Sie hatten eine Zusatzfrage noch hinten? Nein. Mich interessiert, wurde ja berichtet, dass 30% der Chargen für den Hauptteil der schwersten Nebenwirkungen verantwortlich sein sollten. Gibt es irgendwelche Korrelationen in den Todesfällen zwischen diesen Chargen? Ist das irgendwie nachvollziehbar? Also, da konnten wir bisher keine Korrelation feststellen, aber dafür statistisch gesehen ist unser Kollektiv dafür auch zu klein. Also es waren überwiegend Pfizer-BioNTech, also Comirnaty, aber das ist ja auch der am häufigsten verwendete Impfstoff, sodass wir auch da nur sehr vorsichtig etwas zu sagen wollen. Ja, ich habe eine Frage, die vielleicht für alle auch wichtig ist. Ich werde immer wieder konfrontiert in meiner Praxis, wo ich höre, 26 Jahre verstorben, zusammengebrochen. Gerade vorgestern habe ich das hören müssen von einer Angehörigen, an der Lungenembolie verstorben, junge Leute, 50 Jahre alte Frau, plötzlich und so weiter und so fort. Jetzt versuche ich ja als Niedergelassener auch zu fragen, ja, ist der verbrannt worden oder ist er beerdigt worden? Wenn er nicht beerdigt worden ist, könnte man ihn ja noch obduzieren. Ich versuche dann und rufe natürlich auch die Kollegen auf, den Menschen Mut zu machen, bitte lasst doch, das sind doch eure Angehörigen, die verstorben sind. Ja? Werd doch aktiv. Ich kann doch nicht verstehen, dass die meisten nicht aktiv werden. Die nehmen es einfach hin. Ja. Aber wenn jetzt schon mal einer sagt, und ich wüsste es auch nicht, ja, wohin und wie? Also meine Frage ist konkret, ich selbst habe überhaupt keine Ahnung, an wen soll ich denn so jemanden schicken? Das wäre ja die Frage, wie ist die Adresse, die Telefonnummer, wie macht man das? Und B, kommt natürlich sofort die Kostenfrage, natürlich, aber wenn er sich selbst beteiligen will, oder was kostet denn so eine Option, wenn derjenige die wirklich ganz selbst bezahlt? Das wären mal meine Fragen, damit ich den informieren kann, diesen Patienten, den Angehörigen. Ja, also zunächst mal muss man unterscheiden, ob derjenige oder diejenige in einem Krankenhaus oder eben zu Hause, wie die meisten Fälle, die ich jetzt hier präsentiert habe, der junge Mann ist zu Hause verstorben. Ja, also zunächst im Krankenhaus ist es so,
dass ein zertifiziertes Krankenhaus eigentlich zu einer Obduktion verpflichtet ist, wenn die Einwilligung der nächsten Angehörigen vorliegt oder des nächsten Angehörigen. Das wird aber auch nicht mehr gemacht. Aber es ist also, ich habe selber die onkologischen Schwerpunkte in Baden-Württemberg zertifiziert und es ist einfach, für die Zertifizierung muss ein gewisser Prozentsatz an Obduktionen durchgeführt werden und in dem Fall, dass die Angehörigen zustimmen, ist es eigentlich Pflicht und zwar kostenlos in dem Fall. Das ist Aufgabe im Rahmen der Qualitätssicherung. Jetzt, wenn jemand zu Hause verstirbt, ist es schon etwas komplizierter. Wenn ein wirklich hochgradiger Verdacht des Zusammenhangs mit der Impfung besteht, kann man Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstatten. Dann wird der Leichnam zunächst beschlagnahmt und dann prüft ein Staatsanwalt das und diese Prüfung ist aber keine medizinische Prüfung, sondern im Wesentlichen guckt er nach, ob eine gültige unterschriebene Einverständniserklärung vorliegt. Und wenn die vorliegt, dann ist das für ihn der Fall eigentlich erledigt. Dann wird die Leiche freigegeben und kann also eingeäschert werden. Und da muss eben dann müssen die Angehörigen einspringen und ja dann eine sogenannte Privatsektion in Auftrag geben. Angeblich ist es das Anliegen aller Pathologen, dass so viel wie möglich obduziert wird. In der Praxis sieht es ein bisschen anders aus und speziell bei schwierigen Fragestellungen wie dieser oder zum Beispiel auch bei Berufskrankheiten drückt man sich dann häufig darum und will das eigentlich nicht machen. Eine Pathologin hat mir wörtlich am Telefon gesagt, nein, da mache ich keine Obduktion. Da kriege ich ja nur Probleme und Schwierigkeiten. Dann wird natürlich gesagt, ja, wir haben die personelle Ausstattung nicht und was weiß ich. Also wenn das ein zertifiziertes Krankenhaus ist, kann man nur sagen, dann muss man die Zertifizierung sofort widerrufen, wenn die Kapazitäten nicht da sind, um Obduktionen durchzuführen. Ja, also verschiedene Pathologien, auch große Pathologien, lehnen da eine Obduktion ab. Am ehesten zugänglich sind noch die Gerichtsmediziner, also im Zweifelsfall kann man sich auch an die Gerichtsmedizin wenden für eine Privatobduktion. Ja, und dann kommt die Sache mit der Honorierung. Also normalerweise von der Gebührenordnung wäre ein Preis von 500 bis 600 Euro für die Obduktion zu fordern. Das ist in meinen Augen eher zu niedrig, aber okay, wenn jemand 800 oder 1000 Euro verlangt, wäre das auch noch im Rahmen, meine ich. Aber ich habe Fälle erlebt, wo die Angehörigen mir dann sagten, ja, der Pathologe will 5000 Euro. Und das ist natürlich klar, dass diese Forderung einfach so gestellt wird, damit man ist die Obduktion dann nicht durchführt. Also es ist eine Verhinderung der Obduktion. Und kann man speziell auf Sie verweisen? Also so, da würde ich das ja machen. Ich würde nicht irgendjemanden dann schicken, sondern ich würde mal genau explorieren und gucken. Und wenn derjenige bereit wäre, würden Sie überhaupt bei jemandem nehmen? Also es gibt ja Empfehlungen, die ich zusammen mit internationalen Pathologen herausgegeben habe, was man beachten muss. Und es gibt von einem Rechtsmediziner in Wien eine Anleitung, die auch im Wesentlichen auf meinen Ausführungen beruht und dazu noch einige rechtliche Standpunkte vertritt. Das ist der Herr Mislewitz in Wien. Das können Sie wahrscheinlich im Internet finden, sonst habe ich die Verbindung, also die Unterlagen. Ja, aber es ist natürlich so, dass man damit bei den Kollegen nicht gerade auf großes Wohlwollen trifft, sondern die sagen dann natürlich mit Recht, ich lasse mir doch nicht von irgendjemandem vorschreiben, wie ich obduzieren soll. Ich mache das seit Jahren und Jahrzehnten oder was weiß ich und ich mache das nach meinem eigenen Gusto. Da gibt es leider keine Vorschriften. Es gibt zwar Empfehlungen und ich habe auch meine Sachen nur als Empfehlung natürlich tituliert, aber das wird nicht gerade sehr
wohlwollend aufgenommen. Also, aber jetzt haben wir doch mal einen da sitzen, der so obduziert, wie er obduziert. Und meine Frage ist ja eigentlich, kann ich einen Patienten, wenn, ist der zuführbar, ihm zuführbar? Noch dazu, wenn er bereit ist, 1.000 Euro für zu zahlen, das gibt's ja. Ja, also, um noch mal zu sagen, Obduktionen selber führe ich nicht mehr durch. Also ich habe 40 Jahre Erfahrung, aber also die Obduktion muss möglichst zielführend durchgeführt werden. Dafür haben wir diese Empfehlungen. Und dann kann ich das Material, sei es das asserviert wurde, also die Organproben, kann ich dann anschauen. Entweder als Formalin fixiertes Material, dann bette ich das in Paraffin ein und mache die entsprechenden Untersuchungen, aber auch gerne als Block, schon als Paraffinblock. Und das wird dann einer Zweitbeurteilung zugeführt. Welche Stelle ist denn hier in Baden-Württemberg, wo Sie empfehlen, jawohl, die obduzieren, ja, so wie es, also die obduzieren kritisch, die gucken genau hin. Sie haben ja vorhin selber gesagt, man guckt nicht hin. Wer guckt denn hin, Ihrer Erfahrung nach? Also ich will jetzt und werde jetzt keine Namen nennen. Also in Baden-Württemberg würde ich ja schon eigentlich niemanden kennen. Also ich habe sogar von Universitätsinstituten Obduktionsberichte bekommen, wo die Milz nicht untersucht wurde. Die Milz als Zentralorgan der immunologischen Reaktion. Und in Bayern? Also Österreich am ehesten. Erstaunlicherweise. Wo? Ich möchte keine Namen nennen. Also kurz Kurt Müller, dann in, Michael. In Sachsen gibt es noch eine Pathologie. Aber. Also im Übrigen, es gibt gewisse Rechtsanwälte, die solche Adressen vermitteln. Im GFD. Ja, irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Naja, wie gesagt, damit macht man sich nicht beliebt bei den Kollegen und ich denke da an eine auch im Internet stehende Bezeichnung, wo ein Kollege dann wortwörtlich gesagt hat, der Burkhardt ist ja nicht bei Trost. Ich meine, soll er noch kommen? Also ich habe immer wieder in meinen Präsentationen gesagt, jeder Pathologe, jeder Laie, der glaubt, dass er ein bisschen was von Histologie versteht oder der einen Pathologen seines Vertrauens mitbringen will, ist bei mir in Reutlingen willkommen. Und Sie werden es nicht glauben, bisher hat sich nur einer gemeldet, das war ein Bundeswehroffizier, der hat sich die Präparate angeguckt. Ob er viel davon verstanden hat, weiß ich nicht, aber immerhin. Gut. Ich möchte auf eins hinweisen, dass wir Ärzte ja nicht so machtlos sind, Obduktionen zu erzwingen. Denn es geht ja darum, wie sicher ist die Todesdiagnose, die wir stellen. Und Sie hatten das ja so angedeutet, auch ein bisschen herabgespielt, wie diskrepant oft das ist, was Sie in der Obduktion sehen und was man vorher gesagt hat. Ich stamme noch aus einer Klinik, wo man viel obduziert hat. Das heißt, je unsicherer wir die Todesursache angehen und je unplausibler die Todesursache ist, desto mehr Druck können wir hin ausüben, eben Obduktionen durchzuführen. Und da möchte ich alle nur ermuntern, diese Druckmöglichkeit auch zu nutzen. Aber wenn wir immer gleich hinschreiben, Herzinfarkt, und alle sagen, es ist eh klar, es ist ein Herzinfarkt, werden wir eine Obduktion unwahrscheinlich hinbekommen. Wenn wir schreiben, unklarer Herztod oder unklare Todesursache, sieht die Sache schon anders aus. Also wenn wir Zweifel haben, müssen wir Zweifel auch äußern. Und dann dürfen wir nicht eine Verlegenheitsdiagnose hernehmen, damit man möglichst Ruhe hat. Wir müssen die Unruhe in Kauf nehmen. Da möchte ich alle nur dazu ermuntern. Und dann kommt man auch eher zu Ihnen. Wir haben von Amyloidbildern gesprochen. Konnten Sie da feststellen, ob es eine Korrelation gibt von einer sehr starken Zunahme der Amyloidbildung zwischen
Injektion und zunehmender Lebensdauer bzw. vorangeschrittener Todesfolge. Die Intention meiner Frage ist, werden ja immer Ablesefehler gemacht bei der Proteinbildung und die werden in der normalen Zelle korrigiert. Bei dieser modifizierten RNA kann das ja nicht mehr korrigiert werden. Das heißt, es fallen mit zunehmender Dauer sehr viele falsch gefaltete Proteine an und die müssten dann ja logischerweise entsorgt werden und da müsste natürlich dann auch, so ist meine Denkweise, die Häufigkeit der Amyloidbildungen zunehmen. Das heißt, am Anfang relativ wenig und dann mit voranschreitender Lebensdauer bzw. dann mit Tod steigt die sehr stark an, weil da eben sich die Häufigkeit der falsch gefalteten Proteine manifestiert. Ja, also auch dafür ist unser Kollektiv wahrscheinlich noch zu klein, aber tendenzmäßig würde ich denken, es ist so, ja. Je länger die Injektion zurücklag, umso eher finden wir diese Amyloid-Ablagerung. Und um das nur noch mal klarzustellen, auch das wurde im Internet ja so dargestellt, ich würde sagen, die Impfung löst eine Amyloidose aus, also die bekannte Krankheit, und das wäre doch völlig unmöglich, die Amyloidose entsteht ja über Jahre oder Jahrzehnte bei zum Beispiel Bronchiektasen und so weiter. Das habe ich nie gesagt, ich habe nur gesagt, es entstehen oder es werden nach der Impfung und möglicherweise auch nach der echten Infektion amyloidartige, fehlgefaltete Proteine, die schwer abbaubar oder gar nicht abbaubar sind, abgelagert. Aber es ist nicht das klinische Bild der Amyloidose, was da sozusagen hervorgerufen wird. Ein großes Problem, was wir ja im Moment haben, ist, dass also Herr Lauterbach und Konsorten behaupten, das wäre alles Long-Covid. Und die Frage ist jetzt, kann man oder ja, mit relativ einfachen Mitteln nachweisen, das war die Impfung, oder ist diese Verwischung letztendlich dann die Chance für die dann durchzukommen, sagen wir es mal so. Oder kann man zum Beispiel diese Lipo-Nanopartikel, Lipid-Nanopartikel, kann man die nachweisen über längere Zeit, weil die sind ja bei der normalen Infektion auf keinen Fall dann dabei. Ja, also das ist eine Sache, wo nicht nur wir intensiv dran sind eigentlich. Also ich empfinde, das ist ein weiterer Betrugsversuch. So wie schon die Bezeichnung Impfung, mit der man ja verschiedene Qualitätskontrollen umgehen konnte, ein Betrug war, so ist auch das jetzt. Es ist eben so, dass man am Lebenden bisher das sehr schwer nachweisen kann oder gar nicht. Also auf jeden Fall werden ja Sequenzen von Spike-Proteinen jetzt auch am Lebenden noch sehr lange Zeit nach der Impfung nachgewiesen. Also, aber wie gesagt, wir haben da einige Blutproben mit und arbeiten da mit einer Molekularbiologin zusammen. Wir versuchen das. Aber es ist einfach teuflische Argumentation, das jetzt als Long-Covid zu bezeichnen. Nach unserer, also wir haben ja einige wenige Fälle auch, wo entweder vor der Impfung oder nach der Impfung eine Covid-Infektion durchgemacht wurde, oft auch danach. Und nach unserem jetzt sehr begrenzten Beobachtungsmaterial ist es so, dass in diesen Fällen die Nebenwirkungen besonders stark sind. Also das schaukelt sich auf, das ist ja eigentlich auch verständlich, denn wie gesagt, die Impfung induziert natürlich Spike-Protein in erheblich höherer Menge im Blut als die natürliche Infektion. Und da kommt aber jetzt noch ein weiterer Faktor dazu. Viele betroffene Patienten haben es lieber als Long-Covid deklariert, und zwar aus versorgungstechnischen Gründen, weil wenn sie mit Long-Covid sind sie, wenn sie in bestimmten Berufen sind, als zum Beispiel Ärzte oder Krankenpflegerinnen und so, die bekommen dann eine Rente unter Umständen, während wenn sie
wenn das als Long-Covid deklariert wird, dann als Long-Vax deklariert wird, dann kriegen sie nichts. Und deswegen wird das also krampfhaft versucht, als Long-Covid zu bezeichnen. Was natürlich in der Wahrnehmung katastrophal ist, denn ich meine, wie gesagt, die Übersterblichkeit hat ja noch niemand erklärt. Mirja, nächste. Ja, also wenn wir jetzt präventiv rangehen, weil wir haben ja vor allem mit den Lebenden zu tun, ist also meine große Frage, wie kann ich herausfinden, dass jemand vielleicht ein Spike-Problem hat? Und jetzt habe ich gerade bei Ihrem Vortrag überlegt, ob diese Methode, die Sie genannt haben, mit dem Zentrifugieren und diese Klockbildung, ist eine einfache Möglichkeit für uns, herauszufinden, ob da vielleicht ein Problem ist. Also genau da sind wir jetzt dran. Wir haben einige, ich glaube über 50 Proben jetzt. Also bei Geimpften tritt es nicht immer auf, aber nach unserem Eindruck häufiger dann, wenn schwere Nebenwirkungen da sind. Das Problem ist bisher, dass wir noch keine ungeimpften Gegenkontrollen haben. Die haben wir jetzt, aber sie sind noch nicht untersucht. So, ja, machen wir. Ciao. Wenn Sie sagen, dass das Spike-Protein wesentlich höherem Ausmaß exprimiert wird nach einer Impfung als nach einer Infektion, kann man das quantifizieren? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite, wir haben Sie eine Ahnung oder Vorstellung, wie lange nach einer Impfung das Spike-Protein denn im Körper produziert wird? Ja, also zunächst einmal, da gibt es klinisch-chemische, hämatologische Untersuchungen, dass es bei der Impfung höher ist. Das ist ja auch ganz plausibel. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja schon, am Anfang schon gesagt, das Virus selber hat ja kein Interesse daran, den Menschen mit Spike-Protein zu vergiften. Das will es ja für seine eigene Nachkommenschaft sozusagen produzieren, dass da ein bisschen auch daneben geht und ins Blutkreislauf gelangt und dann auch negative Folgen für den Virusinfizierten hat, ist klar. Aber es ist höher nach der Impfung. Also kann man das quantifizieren oder also, wie viel oder ungefähr? Also ich habe jetzt nicht die ganzen Publikationen im Kopf, aber ich weiß nur, dass es nachgewiesen ist. Ja. Ja, dann die Frage, wie lange? Ja. Also wir haben es auf jeden Fall noch 4 Monate nach der Impfung im Gewebe nachweisen können. Also wir machen ja nur den Nachweis am Gewebe immunhistologisch. Und zwar mit Gegenprobe Nukleokapsid jeweils. Das andere ist es, ich weiß nicht, wie man das einordnen soll, diese Plazenta von der Totgeburt, das muss ja im Grunde nach 9 Monaten dann in der Plazenta noch gebildet worden sein. Wie das zu erklären ist, weiß ich nicht. Da geht man ja davon aus, dass unter Umständen tatsächlich doch eine reverse Transkriptase dafür sorgt, dass das dann DNA eingebaut wird. Und dann eben ins Erbgut gelangt. Und insofern ist es natürlich biologisch sinnvoll, wenn dieser Fet abgestorben ist. Dann. Schwierig. Also ich denke, wir machen jetzt nur ein paar Minuten weiter. Dann haben wir Mittagspause. Und ich weiß nicht, wann wollen Sie fahren? Sind Sie heute Mittag vielleicht mal für eine kurze Fragerunde präsent? Also ich wollte eigentlich nach dem Mittagessen. Okay, gut. Dann muss machen wir. Marianne. Technologie im Großen und Ganzen auch für andere sogenannte Impfungen dann verwendet werden, soll also Impfungen ersetzen. Und da geht es jetzt los mit Masern, also mit Kindern und so weiter, wo diese Technologie breit eingesetzt werden soll. Würden Sie erwarten, dass ähnliche Problematiken auch bei diesen Impfungen auftauchen? Wir haben dann ja nicht die Spike-Gegner als Problem, aber wir werden ja trotzdem eine massive, deutlich vermehrte Reaktion unter Umständen sehen mit Antigenproduktion aus dem eigenen Körper. Erwarten Sie eine ähnliche Problematik?
Also auf jeden Fall. Ich halte die Messenger, die modifizierte Messenger-RNA-Injektion für hochgradig gefährlich. Und es ist einmal das Spike-Protein, was ja bewusst induziert wird, aber dann sind es eben auch andere, zum Teil hochtoxische Substanzen, diese Lipid-Nanopartikel und so weiter. Also ich halte das für absolut unverantwortlich, diesen Pfad weiterzugehen, bevor man nicht mehr weiß. Die Forschung muss sicher weitergehen, aber sicher kein Experiment an der Menschheit weiterhin. Ich meine, das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass es eine gewisse Berechtigung hat, ist das Weiterverfolgen von solchen Impfungen gegen oder bei Krebs. Also ich meine, wenn ich an einem Krebs erkrankt wäre und wüsste, dass dieser Krebs innerhalb von 2 Jahren oder 3 Jahren zum Tode führt, dann ist es vielleicht vertretbar, dass man sagt, also ich versuche mal eine Impfung in dieser Konstellation, aber außerhalb dieser Fragestellung halte ich es nach wie vor für, ja, partiell für verbrecherisch. Entschuldigung. Dann würde ich noch euch fragen, hier war nur eine Meldung. Okay, dann... Ja, ich hatte noch eine Frage. Ich habe neulich einen Pathologen gebeten zu schauen, ob es von einem Impfspike kommen könnte, eine Lymphknotenvergrößerung über der Clavicula. Er hat gesagt, das könne er nicht, das könne man nicht. Dann habe ich nochmal nachgesetzt, meines Wissens könne man das. Ja, vielleicht an Universitäten. Es war jetzt an der Stelle eine Toxoplasmose im Blut nachweisbar und auf Nachfrage sagte er auch die Zellen, das könnte er bestätigen, das würde eventuell dazu passen. Es war der Impfarm eines Mannes nach einem Dreivierteljahr nach der Impfung eines jungen sportlichen Mannes, sodass ich mich frage, sind da vielleicht zusätzlich Impfspikes und was hat diese Toxoplasmose gerade dort ausgelöst? Das ist meine eine Frage. Und die zweite Frage ist, wir kriegen ja schon von Hautärzten Stanzbiopsien auf Nachfrage, aber keiner von uns sagt, ja gezielt sind da Impfspikes drin. Und die Frage ist, damit könnten wir ja umgehen mit Hautproben, so wie Sie es gesagt haben, wenn wir beharrlich fragen würden. Ja, ja, also zunächst mal der erste Teil der Frage. Also es ist bekannt, dass nach der Impfung eben vermehrt opportunistische Infektionen angehen, also das gilt speziell für Herpesinfektionen, also auch EBV-Infektionen, und also damit muss man rechnen, und es ist natürlich einfach zu billig zu sagen, jetzt habe ich einen, was hatten Sie da nachgewiesen? Toxoplasmose, jetzt habe ich einen Epstein-Barr-Virus nachgewiesen. Ja, das ist also eine Epstein-Barr-Virus-Infektion, hat mit der Impfung nichts zu tun, das kann man so nicht sagen. Da braucht man schon mehr dazu. Das zweite war... die Hautbiopsie. Ja, gut, da bekommen wir jetzt vermehrt auch so Hautbiopsien mit der Fragestellung, und da können wir eben unter Umständen eine Vaskulitis nachweisen und dann das entzündliche Infiltrat und Spike-Protein wieder. Aber die Behauptung, also dass das nur an Universitäten machen, ist Unsinn. Im Gegenteil, also ich weiß von einer Universitätspathologie, die expressis verbis den Angehörigen mitteilen, wir machen diese Untersuchung nicht. Und ich kann nur sagen, das ist natürlich in meinen Augen wiederum, steckt dahinter, wir machen das nicht, weil wir sonst Ärger kriegen. Und dann könnten unsere Forschungsgelder vielleicht nicht mehr fließen. Also, dann, ja, gut, eine Frage. Wenn jetzt der Patient hat ein Patientes Recht, auf seine pathologische Untersuchung zu beharren, also das Präparat zu bekommen, weil das wäre ja ein Grund zu sagen, okay, und dann schickt man es zu Ihnen. Also, ja, also der Patient hat natürlich das Recht darauf. Kann der Pathologe sagen, nein, das gebe ich nicht raus? Also die Fälle, die ich kenne, hat letztlich oft unter erheblichen Problemen dann der Pathologe doch das Material an uns geschickt, beziehungsweise er hat das Material an den Patienten ausgeliefert, und der hat es dann mir geschickt.
ein bisschen schwieriger ist es bei Verstorbenen, da muss es also der nächste Angehörige dann sein, aber der hat dann Recht darauf. Danke.